Heute geht es ja Gott sei Dank um ein anderes, aber genauso wichtiges und unter dem Aspekt der Flüchtlinge auch entscheidendes Thema, nämlich die Frage des Klimaschutzes. Auch hier blickt die Welt nach Paris, kurz vor der COP21, der Internationalen Klimakonferenz. Und ich möchte Ihnen sagen, dass wir, die Umweltpolitiker der Union, aber ich nehme an, genauso die Wirtschaftspolitiker, lieber Kollege Fuchs, dass wir auf ein ereignisreiches Jahr im Zusammenhang mit dem Klimaschutz zurückschauen. Ich will, vielleicht wundert es den einen oder anderen, wenn ein CSU-Politiker das tut, ausdrücklich die besondere Rolle unserer Bundeskanzlerin in diesem Zusammenhang würdigen. Die Kanzlerin hat auf dem G7-Gipfel in Elmau unter der deutschen Präsidentschaft weitgehende Klimabeschlüsse gefasst. Auch die G20-Gipfelbeschlüsse der vergangenen Woche haben diesen Kurs bestätigt. Und es muss nun in Paris darum gehen, eine breite globale Handlungsgemeinschaft mit ambitionierten und überprüfbaren nationalen wie internationalen Zielen zu erreichen. Dabei geht es, meine Damen und Herren, für uns alle um ein verbindliches Klimaabkommen, robuste, transparente Regeln und einen dynamischen Überprüfungsmechanismus. Ich darf Sie auch im Namen meines Kollegen Michael Fuchs, der die Wirtschaftsseite hier vertritt, wobei wir beide immer ganz gern und ganz gut beides miteinander verbinden können, ganz herzlich hier willkommen heißen. Und ich freue mich, dass wir heute die Chance haben, aus quasi erster Hand, nämlich auf der einen Seite von der Bundesregierung, vertreten durch Staatsminister Helge Braun, herzlich willkommen, dieses Thema beleuchten können und auf der anderen Seite durch die EU-Kommission, ich heiße herzlich willkommen den Direktor für Klimastrategie und Internationales, Dr. Runge Metzger. Es ist uns wichtig, mit hochrangigen Experten dieses Thema von allen Seiten zu beleuchten, die wirtschaftliche, aber natürlich auch die umweltpolitische Dimension zu sehen. Ich halte das für ganz entscheidend, deshalb freue ich, dass wir auf dem Podium eine ganze Menge hochrangiger Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verbänden und Verwaltung haben, die Ihnen nachher unser Moderator Herr Stratmann, herzlich willkommen, auch noch einmal vorstellen wird. Nun möchte ich ganz klar auch nochmal formulieren, dass für uns als Union das Thema Klimaschutz eine ökonomische wie eine ökologische Dimension hat, dass es uns darum geht, bei dem Umstieg in das kohlenstoffarme Wirtschaften dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze und dass Industrie bei uns erhalten bleibt. Wir sind das letzte wirkliche Industrieland Europas. Und deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen. Niemand, meine Damen und Herren, wird dem deutschen Weg und dem deutschen Vorbild folgen, wenn Wachstumsverzicht, wenn Wohlstandsverzicht die Folge von Klimaschutz wären. Ich bin aber nach den Erfahrungen der letzten Zeit sehr optimistisch, dass wir zeigen können, dass beides geht. Wachsen und CO2 reduzieren. Das halte ich für etwas ganz Wichtiges. Und CO2 reduzieren auf eine anständige Art und Weise, nicht durch Computerprogramme und andere Mätzchen, sondern auf eine Weise, wie es sich jeder von uns politisch auch tatsächlich vorstellt. Wir müssen ganz klar formulieren, dass Klimapolitik internationale Politik ist. Es geht uns nicht um nationale Alleingänge. Die führen zu nichts, außer zu einem Verschiebebahnhof. Die Zertifikate, die bei uns frei werden, meine Damen und Herren, die sind am Ende dann woanders wieder verfügbar, führen dazu, dass dort wieder mehr CO2 emittiert werden kann. Also ein vollständig falscher Ansatz. Und gerade heute sind aktuell Studien publiziert worden, wo man deutlich zeigt, dass die Unternehmen, die Stichwort Carbon Leakage, bei uns nicht mehr produzieren können, in der Konsequenz woanders produzieren, beziehungsweise die Produkte, die sie herstellen, woanders hergestellt werden, mit einem deutlich klimaschädlicheren Konsequenz, als wenn sie es hier denn noch tun würden. Deshalb ist, glaube ich, das Thema Carbon Leakage das Top-Thema aus Sicht der
europäischen und auch insbesondere der deutschen Wirtschaft an der Stelle. Und der Emissionshandel ist das Instrument der Wahl. Das möchte ich auch noch mal in der Deutlichkeit formulieren. Wir sind der Auffassung als Union, dass das ein marktwirtschaftliches Instrument ist und auch ein solches bleiben soll im Übrigen. Also, dass wir natürlich eines nicht tun dürfen, immer dann, wenn uns das Ergebnis des Marktes nicht gefällt, einzugreifen, zu verändern, zu reduzieren. Das ist ein falscher Ansatz, weil dann haben Sie am Schluss nämlich keine Marktwirtschaft mehr, sondern könnten gleich zur CO2-Besteuerung übergehen. Ich meine, wir müssen ein marktwirtschaftliches System als solches begreifen und auch als solches aufrechterhalten. Wir sind, was die Union angeht, kein Anhänger von Symbolpolitik. Auch das sage ich ganz offen. Ich sehe so Dinge wie Kompensation von Dienstreisen ausgesprochen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Das ist optisch schön, aber es wird dem Klima am Ende nicht wirklich etwas bringen. Und wer das tun will, kann das privat gerne tun. Ob man das mit Steuermitteln tun muss, ist eine ganz andere Diskussion. Und das habe ich auch schon mehrfach deutlich formuliert, wenn es um nationale Themen geht, um die Frage, wie schaffen wir unsere verpflichtende, deutliche Reduzierung von CO2, dann ist aus meiner Sicht das Thema Wärme- und Gebäudesanierung auch ein ganz, ganz wesentlicher, ganz entscheidender Teil. Da kann man nämlich, ich will jetzt nicht das Bild des schlafenden Riesens an der Stelle bemühen, weil je nachdem, wie man den weckt, kann das auch zu Schwierigkeiten führen an der Stelle. Wir sehen es ja auch ganz deutlich, dass die eine oder andere Idee, die in die Richtung geht, Deutschland in Styropor zu verpacken, vielleicht auch nicht wirklich eine gute ist, sondern dass man das schon auch intelligent und ausgewogen machen muss. Trotzdem glaube ich, dass im Bereich der Gebäudesanierung ein enormes Potenzial ist, das man aus meiner Sicht heben sollte, intelligent heben sollte. Und dass es dazu Anreize braucht, ist aus meiner Sicht komplett unstrittig. Und ich werde nicht aufhören, die zu geißeln, die verbal sich für Klimaschutz einsetzen und wenn es dann zum Schwur kommt, keinen Cent dafür in der Tasche haben. Ich meine damit die Bundesländer, die immer vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, vom Bund Geld zu fordern für den Klimaschutz, immer Ideen haben. Aber wenn sie sich mal selber beteiligen sollten, beispielsweise an der steuerlichen Förderung von Gebäudesanierung, dann haben sie dafür nichts im Beutel. Das halte ich für extrem verwerflich und ich muss das auch in der Deutlichkeit kritisieren. Es gibt hier andauernd Versuche, dieses Thema überhaupt verschwinden zu lassen von der politischen Agenda, weil es natürlich unangenehm ist, wenn Unionspolitiker das in der Klarheit ansprechen, wie Michael Fuchs und ich das gerne tun. Trotzdem glaube ich, es ist richtig und wichtig, das auf der Agenda zu halten und zu sagen, auch das muss einen entscheidenden Beitrag zu der Reduzierung von CO2 leisten. Ich glaube, es wäre ein guter Ansatz, den man da an der Stelle finden könnte. Und würde mich freuen, wenn wir wirklich diese Forderung auch weiterhin gemeinsam, meine Damen und Herren, aufrechterhalten können. Ich möchte jetzt keine langen weiteren Vorreden halten, weil ich weiß, wie kompetent unser Podium tatsächlich besetzt ist, welche kompetenten Redner wir zu dem Thema letztendlich haben. Ich bin gespannt auf eine Diskussion, die uns aus verschiedenen Aspekten an dieses Thema Klimaschutz heranführen wird. Ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei all denen, die heute hierher gekommen sind, sowohl fürs Publikum, aber natürlich insbesondere auch für die, die hier bereit sind zu arbeiten und mit uns zu diskutieren. In diesem Sinne vielen Dank. Helge Braun, du hast das Wort. Ja, lieber Michael Fuchs, lieber Georg Nüßlein, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier kurz Ihnen vortragen kann, wie die Bundesregierung sich in der Klimaschutzpolitik momentan aufstellt. Georg Nüßlein hat ja schon gesagt, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine Klimakanzlerin. Das heißt, als ehemalige Umweltministerin haben wir an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland eine Frau, die die Themen des Klimaschutzes außerordentlich ernst nimmt, sich dafür auch sehr, sehr stark interessiert. Wir haben darüber hinaus einen Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, den Sie heute hier bestimmt auch gerne begrüßt hätten, der auch ein ehemaliger Umweltminister ist und damit auch diesem Thema
hohe Bedeutung beimisst und in seiner Funktion als Chef des Bundeskanzleramts auch einen Staatssekretärsausschuss leitet, der sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt. Und ich als Staatsminister gucke auch auf eine Vergangenheit zurück, wo ich immerhin mal der Sprecher dieser Bundestagsfraktion für den Bereich der nachhaltigen Entwicklung war. Insofern gibt es im Bundeskanzleramt viel Sympathien für diese Themen. Und insbesondere finde ich es gut, dass heute hier zusammensitzen diejenigen, die zuständig sind in unserer Fraktion für die Umweltthemen, aber eben auch diejenigen, die zuständig sind für die Wirtschaftsthemen. Denn ich glaube, die CDU steht im Klimaschutz, in der Umweltpolitik für diese Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Das ist unser besonderes Markenzeichen. Und deshalb ist das ein äußeres Zeichen. Und ich glaube, die Diskussion wird es auch zeigen, dass wir beide Seiten sehr, sehr ernst nehmen und engagiert darum kämpfen, dass wir die Dinge zusammenbekommen. Wir stehen am Vorabend der 21. Klimavertragsstaatenkonferenz. Und insofern ist ein guter Zeitpunkt, sich auch nochmal über unsere gemeinsame Position zu vergewissern. Und unsere Bundeskanzlerin hat in der Vorbereitung auf Paris auch eine ganze Menge Anstrengungen unternommen, damit das erfolgreich sein kann. Wir haben ja in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft. Und im Rahmen dieser G7-Präsidentschaft sind auch weitreichende Beschlüsse gefasst worden. Wir haben uns mit zum Beispiel auch beschäftigt, eben Georg Nüßlein hat es angesprochen, mit dem wichtigen Thema, dass natürlich Fluchtursachen auch teilweise mit Klimaveränderungen zusammenhängen. Deshalb das Thema einer Klimarisikoversicherung, wo wir das Ziel haben, 400 Millionen Menschen Zugang zu einer Versicherung gegen Extremwetterereignisse zu ermöglichen, ist, glaube ich, auch ein Thema, was sehr, sehr gut in die Zeit passt. Darüber hinaus auch die G7-Initiative zum Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika. Der Zubau dort in der Größenordnung von 10 Gigawatt ist, glaube ich, etwas sehr Ehrgeiziges, was die Industriestaaten sich dort vorgenommen haben. Aber ich glaube, auch in Paris wird man davon noch mehr hören. Die G7-Länder haben sich darüber hinaus ja auch gemeinsam verabredet, das internationale Ziel bis 2050, die Treibhausgase um 40-70% gegenüber 2010 zu reduzieren. Das heißt, und glaube, der entscheidende Beschluss, nämlich dass in dem G7-Abschlusspapier das Ziel einer Dekarbonisierung der Wirtschaft erstmals festgehalten ist, war einer der wichtigen Beschlüsse, die auch G7 mit maßgeblich geprägt haben. Nicht nur G7, sondern auch bilateral haben wir in der jüngeren Vergangenheit einige Initiativen unternommen. Die Kanzlerin war in Brasilien, sie war in Indien und auch in China und überall hat das Thema gemeinsame Initiativen im Hinblick auf den Klimawandel eine große Rolle gespielt. Ich glaube, gerade China ist auch mit den 3 Milliarden, die Sie in die Hand nehmen wollen im Sinne der Klimafinanzierung international, ist ein wichtiger Schritt gewesen. Aber auch Brasilien, ja, eins der Länder, die sehr, sehr zentral auch im Mittelpunkt stehen, weil sie eben über diesen extremen Reichtum an Biodiversität und auch an Biomasse verfügen, auch sehr wichtig, dass wir dort eine Menge zusätzlich machen. Wir wollen in Paris ein ambitioniertes Abkommen beschließen, was dann 2020 in Kraft tritt. Und die Frage ist natürlich, was ist ein ambitioniertes Abkommen? Ich glaube, das eine ist, wir können schon recht froh sein, dass sich inzwischen 170 Staaten zu nationalen Klimabeiträgen committed haben. Wenn man das zusammenrechnet, was dort genannt worden ist, dann sind das Länder, die insgesamt ungefähr 95% der weltweiten CO2-Emissionen bestimmen. Das heißt, eine sehr, sehr mächtige Gruppe. Und eine jüngere wissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass das, was jetzt bisher dort freiwillig vorgelegt worden ist als nationale Ziele, insgesamt dazu führt, dass wir die Klimaerwärmung begrenzen können auf 2,7 Grad.
Das heißt aber, dass das, was wir dort vorliegen haben, natürlich das 2-Grad-Ziel noch nicht erreicht. Und deshalb ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir da noch ehrgeiziger werden. Das heißt, das Ziel auch zur Dekarbonisierung eine Aussage zu treffen, das 2-Grad-Ziel zu versuchen, noch stärker zu unterlegen und das, was auch Georg Nüßlein angesprochen hat, ein 5-jähriges Überprüfungsmechanismus alle 5 Jahre aufzunehmen und dann eben das Erreichen der Zwischenziele auch so transparent zu machen, dass im Rahmen dieser Überprüfung auch immer wieder tatsächlich nachgesteuert werden kann, wären aus unserer Sicht Wege, um wirklich zu einem ambitionierten Abkommen in Paris zu kommen. Das Thema Klimafinanzierung ist, glaube ich, auch eins, was uns alle beschäftigt. 2009 in Kopenhagen haben wir zugesagt, dass die Industriestaaten 100 Milliarden pro Jahr ab 2020 zur Verfügung stellen. Deutschland hat 2014 2 Milliarden an eigenen Finanzmitteln des Bundes bereitgestellt, 3 Milliarden Kredite über die KfW. Und im Petersberger Dialog hat die Kanzlerin auch noch mal deutlich gemacht, dass wir bis 2020 unsere Anstrengungen verdoppeln wollen. Ich glaube, das sind alles auch gute Grundlagen. Zur europäischen Ebene will ich nicht zu viel sagen. Da haben wir ja einen berufeneren Gast, der das gleich noch deutlich machen wird. Aber für die deutsche Position vielleicht so viel. Wir haben ja im Oktober 2014 im Europäischen Rat das Klima- und Energiepaket schon auf den Weg gebracht. Und unser Ziel ist es, bis 2030 40% gegenüber 1990 einzusparen. 27% wollen wir im Bereich erneuerbare Energien auf europäischer Ebene erreichen. Momentan liegt uns allen vor, für die Umsetzung dieser Ziele der Entwurf für den Review der europäischen Emissionshandelsrichtlinie. Und hier in der Tat ist auch für uns in der nationalen Diskussion, die wir ja gerade führen, die Frage, was heißt das an Belastungen für die deutsche Industrie? Wo können wir zu einer Vereinbarkeit unserer Klimaziele mit den Belangen unserer Wirtschaft bekommen? Da gibt es, glaube ich, 3 Punkte, die uns besonders interessieren. Die neue Definition für die Carbon Leakage gefährdeten Sektoren, dann die Beibehaltung des übergreifenden Korrekturfaktors und natürlich die Anpassung der produktbezogenen Benchmark-Werte, wo wir die jeweiligen technologischen Voraussetzungen der einzelnen Sektoren, glaube ich, intensiv berücksichtigen müssen. Die deutsche Position erarbeitet die Bundesregierung gerade. Wir erwarten dazu auch aus dem Bundesministerium für Wirtschaft noch eine Studie zu dem Thema Carbon Leakage und die soll da auch noch einfließen. Und wir im Kanzleramt legen auch Wert darauf, dass wir die Industrie an der Stelle intensiv einbinden. Für den Nicht-Emissionshandelsbereich erwarten wir ja die Vorschläge im kommenden Jahr, irgendwann zwischen Frühjahr und Sommer. Das heißt, das ist auch noch eine Diskussion, die vor uns liegt. Deutschland selbst hat sich ja das Aktionsprogramm Klimaschutz gegeben. Unser Ziel ist es, die 40% bereits bis 2020 zu erreichen, gegenüber dem ehrgeizigen Referenzwert 1990. Im Aktionsprogramm haben wir 100 zusätzliche Einzelmaßnahmen definiert und darüber hinaus haben wir uns auch im Sommer ja im Rahmen eines Koalitionsausschusses darüber verständigt, wie wir die 22 Millionen Tonnen Lücke unter Berücksichtigung des Stromsektors und des europäischen Zertifikatehandels erreichen wollen. Die Klimareserve, die ab 2016 2,7 Gigawatt Braunkohle vorübergehend aus dem Verkehr geben soll, bringt 12,5 Millionen Tonnen CO2-Einsparung, auch das ein wichtiger Schritt. Ganz aktuell, pünktlich vor Paris, haben wir in der letzten Woche den Klimaschutzbericht im Kabinett gehabt und der zeigt doch, dass wir im Hinblick auf das, was wir uns vorgenommen haben, insgesamt im Umsetzungsstand schon recht gut sind und der nächste Schritt, so schließt auch unser Koalitionsvertrag vor, soll auch noch der Klimaschutzplan erarbeitet werden. Das wollen wir dann im Lichte der Ergebnisse von Paris und den EU-Zielen in Kürze voranbringen. Einen ersten Dialogprozess hat die Bundesregierung dazu schon gestartet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei
der CDU-CSU-Fraktion, der Koalition, für den unterstützenden Antrag, den der Deutsche Bundestag in Richtung auf Paris beschlossen hat. Und ich glaube, was uns auch am Herzen liegt, ist, dass wir viele Initiativen unternehmen, um das, was wir an Klimazielen auf der Makroebene definieren, unterlegen mit Maßnahmen unserer Wirtschaft. Und deshalb will ich an der Stelle auch hervorheben, aus alter Verbundenheit mit meinem ehemaligen Ressort, nämlich dem Forschungsministerium, dass ja auch die Themen der Bioökonomie welche sind, die wir in der Wirtschaft verankern müssen, aber auch in der Forschung. Und ich glaube, da kann man momentan beredt sehen, dass die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft, aber auch die Forschungseinrichtungen, die wir haben, weltweit an vielen Stellen führend sind, wenn es darum geht, besonders energieeffizient zu sein und besonders nachhaltig zu produzieren, sodass das eben auch im positiven Sinne ein Wirtschaftsfaktor sein kann. Das, was, glaube ich, am Ende alle am meisten interessiert, auch das ist schon angeklungen, ist die Frage, welche Spielräume werden wir denn in Zukunft haben, um auch noch im steuerlichen Bereich weitere Anreize zu setzen, zum Beispiel bei der Energieeffizienz von Gebäuden, zum Beispiel bei der Frage der Durchsetzung auch der Elektromobilität und anderem. Und in der Tat, neben all den akuten Problemen, die wir momentan haben, schwebt über dem Bund-Länder-Verhältnis eine große Frage, und das ist die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Da sind wir noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Und in dem Kontext steht aber auch immer die Frage, sind die Länder auch bereit, so wie wir das als Bund signalisiert haben, auf ihrer Seite auf die Steuereinnahmen, die mit Steuervergünstigungen ja immer verbunden wären, zu verzichten. Beim Thema des Wohnungsbaus gibt es da jetzt erste Signale, dass vielleicht ja, beim Thema der Gebäudesanierung und auch beim Thema der Elektromobilität arbeiten wir noch daran, aber das, denke ich, sind auch wichtige Schritte dafür, dass wir marktwirtschaftlich getrieben solche Dinge voranbringen. Sie sehen also, es tut sich eine Menge. Wir sind gespannt auf Paris und die Ergebnisse und darf mich beim Parlament und bei allen anderen, die diesen Prozess unterstützen, dafür ganz herzlich bedanken und wünsche dem Abend heute einen guten Verlauf. Ja, lieber Herr Staatsminister, vielen Dank. Ich hoffe, dass man auch das Klima zwischen Bund und Ländern noch so weit beeinflussen kann, dass die notwendigen Finanzierungen in dem Zusammenhang dann auch tatsächlich noch kommen. Ich darf den Herrn Dr. Runge-Metzger jetzt bitten, und ich würde Ihnen hier mal einen Platz anbieten, wenn es Ihnen recht ist, damit Sie nicht sagen, die Europäer würden schlecht behandelt im Deutschen Bundestag. Also ich schlage einfach vor, wir tauschen, ja? Ich wäre auch gern bereit gewesen, ganz rechts außen zu stehen. Vielen Dank, Herr Nüsslein. Guten Abend, Herr Staatsminister Braun. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Diskussion. Ja, es ist der Vorabend von Paris und ich habe mein Zugticket schon in der Tasche. Samstagmorgen geht's los und das heißt dann 2 Wochen sehr anstrengende Verhandlungen, nehme ich an. Trotz all der Vorleistungen, die auch in Deutschland gemacht worden ist über die G7 und auch das, was in der G20 gemacht worden ist, was sicherlich notwendig war, aber was in den internationalen Klimaverhandlungen leider noch nicht den richtigen Durchbruch gebracht hat. Das werden wir wohl erst in den nächsten 2 Wochen sehen. Herr Staatsminister, Sie haben schon darauf angesprochen, Paris ist schon ein Erfolg, weil wir so viele Selbstverpflichtungen auf dem Tisch haben. Mehr als 170 Staaten, 95% der globalen Emissionen, die abgedeckt sind, ist etwas, was wir bislang noch nicht gesehen haben in den Klimaverhandlungen. Erinnern Sie sich an das Kyoto-Protokoll, da sind im Moment in der zweiten Verpflichtungsperiode, ich glaube, 37 Staaten zusammen und die decken nur 12, 13, 14% der globalen Emissionen ab. Also das ist ein riesiger Schritt vorwärts, was die Beteiligung, die breite Beteiligung anbetrifft. Ich will nicht darauf eingehen, das haben Sie gemacht, Herr Staatsminister, ob wir das 2-Grad-Ziel erreichen oder nicht. Nein, wir werden es nicht erreichen in Paris. Darum brauchen wir das dynamische Abkommen, das Sie beschrieben haben. Aber eine zweite Frage ist wichtig. Was bedeutet das denn eigentlich nun
für das sogenannte Level Playing Field, dass sich da mehr als 170 Staaten verpflichten. Und da muss man sich im Einzelnen ein bisschen anschauen, was steht in diesen sogenannten INDCs, in diesen Selbstverpflichtungen drin. Und da wird man sehen, na, das ist ein richtiger gemischter Korb. Da sind Äpfel, Bananen, Kartoffeln, Zitronen mit drin. Und das ist sehr unterschiedlich. Wir Europäer haben uns verpflichtet zu einem gesamtwirtschaftlichen Ziel mindestens 40% bis 2030. Die Amerikaner haben das ähnlich gemacht und neuerdings auch die Brasilianer und die Südafrikaner, die zum ersten Mal ein wirklich gesamtwirtschaftliches Ziel sich gesetzt haben in die Zukunft. Das ist eine Neuerung. Aber da sind natürlich auch Staaten wie China dabei. China sagt, wir werden bis zum Jahre 2030 unsere Emissionen bis zu einem Gipfel bringen und danach spätestens soll es dann runtergehen mit den Emissionen. Aber wir wissen nicht, auf welchem Level sie tatsächlich diesen Peak erreichen werden. Gleichzeitig wollen sie die nicht CO2-emittierenden Energieträger bis auf 20% ausbauen. Das entspricht dem gesamten Elektrizitätspark der Vereinigten Staaten. Das ist also auch eine riesige Aufgabe, die sich die Chinesen da gestellt haben. Und zudem wollen sie weiter aufforsten. Sie haben angegeben, wie viele Millionen Hektar an Forst sie tatsächlich machen wollen. Und so schauen Sie sich jeden dieser INDCs an. Sie sehen, es ist sehr unterschiedlich. Und wenn man es auch vergleicht mit, was für Möglichkeiten gibt es denn? Da hat ja der Weltklimarat in den vergangenen Jahren Studien gemacht, dann sieht man, auch da ist noch eine Lücke. Also man hat in diesen INDCs, in diesen Selbstverpflichtungen nicht wirklich all das gemacht, wo es ein Potenzial gibt. Und ich glaube, der Grund dafür ist ganz simpel. In vielen dieser Staaten wird zum ersten Mal tatsächlich Klimapolitik gemacht. Also das ist etwa so wie bei uns 1998, als wir aus Kyoto zurückkamen und uns alle an den Tisch stellten, ja, nun haben wir ein Abkommen, wie setzen wir das eigentlich um? Und da musste man mal schauen, ja, wo sitzen denn die Minderungspotenziale? Und da waren wir zu Anfang sicherlich auch konservativ mit unseren Annahmen. Wir wollten auf jeden Fall sicherstellen, dass das, was wir international versprechen, auch machen. Und wenn ich meine chinesischen Kollegen anschaue, die sind immer hypervorsichtig. Die wissen sicherlich mit 150%iger Sicherheit, dass sie das, was sie da auf den Tisch gelegt haben, tatsächlich auch in 2030 abliefern können. Das heißt auch, dass wir dieses Level Playing Field nicht erwarten können, dass wir das im Jahre 2020 haben. Wir gehen auf ein Level Playing Field zu. Ohne diese Selbstverpflichtungen würde es sehr viel übler aussehen, was das Level Playing Field anbetrifft. Aber was wir sehen können, ist, dass in allen diesen INDCs stehen Maßnahmen drin, die führen entweder explizit oder implizit zu einem Kohlenstoffpreis in diesen Ländern. Dieser Kohlenstoffpreis wird nicht international gleich sein, sondern unterschiedlich. Er wird höher sein in den Industriestaaten und weniger hoch sein in vielen Entwicklungsländern. Aber Anstrengungen werden unternommen in Zukunft und es bedeutet, dass wir in Richtung Level Playing Field gehen. Ein dritter Aspekt ist wichtig bei den INDCs. Wenn man sie sich nämlich anschaut, dann geht es hier um ein massives Investitionsprogramm. Es ist wie ein Marshallplan für den Klimaschutz. Die Internationale Energieagentur, aber auch in den einzelnen INDCs gibt es Angaben, wie viel Geld investiert werden muss, um das tatsächlich umzusetzen. Wenn das tatsächlich passiert, bedeutet das, dass da eine große Nachfrage nach neuen Technologien geben wird. Insbesondere Energietechnologien wie zum Beispiel Windkraft, aber auch Solar, aber vermutlich auch nach Nukleartechnologien in vielen Ländern, die das wünschen und die da weitermachen wollen. Und das bedeutet, da gibt es Chancen auch für die europäische Wirtschaft und für die deutsche Wirtschaft, die ein wichtiger Industriestandort ist in Europa, dort zu investieren. Und das sollte man dabei nicht vergessen. Aber in 3 Wochen sind wir zurück aus Paris. Und was dann passieren muss, ist, dass was da auf dem Papier steht, auch tatsächlich umgesetzt wird. Und das ist nicht etwas, was man von sich aus erwarten kann. Wie gesagt, in vielen Ländern wird zum ersten Mal Klimapolitik gemacht. Und all die Dinge, so wie wir das in Europa sehen, die kleinen Kämpfe zwischen den einzelnen Fachministerien, wie man das am besten hinbekommt, wie man die Stakeholder, also Industrie,
die Zivilgesellschaft mit einbezieht in diesen Prozess, das sind alles offene Fragen. Und ich glaube, in Europa haben wir eine Verantwortung, vielen dieser Länder zu helfen bei diesem Prozess und unsere Erfahrungen mit ihnen zu teilen und zu sagen, schaut, wir kennen diese Politikinstrumente, wir haben Erfahrungen damit gemacht, lasst uns gemeinsam vorangehen und lasst uns aus dem lernen, was wir gemacht haben. Ein Beispiel ist für uns der Emissionshandel. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit den Chinesen zusammen, um ihren Emissionshandel auf die Beine zu stellen. Der soll jetzt ab 2017 tatsächlich landesweit eingeführt werden. Dieser Emissionshandel wird deutlich größer sein als der europäische Emissionshandel, was die Menge der Emissionen anbetrifft, die damit abgedeckt werden. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir dann nicht nur mit Entwicklungsländern zusammenarbeiten, sondern dass wir auch zügig voranschreiten, was unsere eigene Politik in der EU anbetrifft. Und Herr Staatsminister, Sie sind schon darauf eingegangen. Der erste Gesetzesvorschlag liegt auf dem Tisch. Das ist die Revision, die Novellierung des Emissionshandelsrichtlinie, wo wir auch aus den Erfahrungen lernen wollen. Weil wir stehen auf der gleichen Seite wie Sie. Wir wollen das ökologisch und ökonomisch effizient hinbekommen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der für die Kommission wichtig ist, dass das Ganze auch in Europa fair gemacht wird. Wir wissen, dass die Wirtschaftskraft der einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist und von daher auch die Anforderungen und was die Einzelnen leisten können, sehr unterschiedlich sein wird. Also diese drei Pfeiler der Klimapolitik in Europa, die müssen eingehalten werden. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, na, da haben wir noch sicherlich was zu lernen. Wir können nicht, glaube ich, behaupten, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich alles kosteneffizient durchgesetzt haben. Da müssen wir, glaube ich, noch etwas besser werden. Und was wir, glaube ich, auch gelernt haben, ist, dass man Klimapolitik nicht in Isolation sehen kann. Wir haben gesehen, wenn wir Energiepolitik betreiben, neue Energien einführen, dann müssen auch die Netze hinterherziehen, weil wenn das nicht passiert, dann nützen auch die besten erneuerbaren Energien nicht, wenn man sie an einem Ort hat, wo der Verbrauch nicht stattfindet. Und da, glaube ich, haben wir in der Kommission, in der Juncker-Kommission einen Schritt nach vorne gemacht, Klimapolitik voll in die Energieunion zu integrieren. Mit ihren fünf Pfeilern, also Wettbewerb, Markt, auf der einen Seite Innovation, aber dann auch die Dekarbonisierung im Energiebereich und im Transportbereich. Bei den einzelnen Gesetzesvorschlägen werden wir auch Verbesserungen machen müssen und der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, versucht das. Er versucht einmal die Innovation voranzutreiben. Ein Innovationsfonds wird geschaffen mit 450 Millionen Zertifikaten. Zum heutigen Preis sind das etwa 4 Milliarden Euro. Wenn der Preis steigt, wird das noch erheblich mehr sein. Und dieses Mal sollen nicht nur Energietechnologien, sondern es soll auch die Innovation in den Industriebetrieben gefördert werden. Also ein Teil des Geldes, was über den Emissionshandel erwirtschaftet wird, soll tatsächlich an die Industrie zurückgehen, um sie in ihrer Innovationskraft zu stärken. Carbon Leakage ist ein ganz wichtiges Kapitel und in der Kommission sind wir sicherlich hinter denen, die sagen, es ist Unsinn, CO2 umzuverteilen von Europa in andere Länder und das dann vielleicht noch zu erheblich höheren CO2-Emissionen führt. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Deshalb auch das Versprechen der Heads of State, der Staatsoberhäupter in Europa, mit dem Carbon Leakage Paragraphen und den Ausnahmen weiterzumachen, so wie bisher. Denn schon im letzten Jahr war abzusehen, dass eben das Pariser Abkommen nicht zu dem Level Playing Field führen wird, sondern dass wir weiterhin unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen haben werden, was CO2 anbetrifft. Also wird der Anteil der frei zu verteilenden Zertifikate wird genauso gleich bleiben wie in der Vergangenheit. Und dieses Versprechen wird gemacht bis zum Jahre 2030. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal für die Wirtschaft. Weiterhin soll die Verteilung der freien Zertifikate besser fokussiert werden. Es ist ein schwieriges Thema, wenn man mit der Industrie spricht. Haben tatsächlich alle Sektoren diese freien Zertifikate nötig oder nicht?
Und wenn man mit einzelnen Industrien in einem geschlossenen Raum sitzt, dann wird man immer hören, nein, das ist nicht notwendig. Wenn dann alle um den gleichen Tisch sitzen, werden alle sagen, nein, nein, das ist für alle notwendig. Was wir vorgeschlagen haben, ist eine Zweiteilung. Wir sagen, es soll welche geben, die bekommen 100%, die anderen 30%, die dem weniger ausgesetzt sind. Und wir wollen versuchen, darüber das System besser zu fokussieren, was natürlich auch denen hilft, die tatsächlich dieser Gefahr des Carbon Leakage stärker ausgesetzt sind, besser unter die Arme zu greifen. Der zweite Punkt sind die Benchmarks. Darüber soll versucht werden, insbesondere die innovativen Unternehmen zu stärken, indem wir die Benchmarks fortschreiben unter Berücksichtigung der tatsächlichen technologischen Fortschritte, die in den einzelnen Sektoren gemacht werden. Auch da haben wir eine Dreiteilung vorgesehen, zu sagen, die etwas schneller vorangehen, die sagen wir, im Durchschnitt 1% Verbesserung zeigen und die etwas schwächer vorgehen, also auch angepasst an was tatsächlich in der Wirklichkeit passiert. Und dieses schon jetzt sehr transparent darzustellen, sodass für alle Unternehmen bereits heute oder sobald die Gesetze verabschiedet sind, klar ist, welche Bedingungen herrschen. Es also nicht zu einer Anpassung kommt in Zukunft, wo nicht bekannt ist, wie diese Anpassung tatsächlich durchgeführt wird. Also Vorausschaubarkeit für die Unternehmen ist etwas, das ganz wichtig ist. Der dritte Punkt, das sind die indirekten Wirkungen, Preiswirkungen der über CO2-Preise, Zertifikatspreise. Das ist ein sehr schwieriges Feld für die Kommission. Es hat Stimmen gegeben in Europa, die gesagt haben, wir sollten ein harmonisiertes System einführen in Europa. Das ist aber sehr schwierig möglich, weil die einzelnen Industrien in den einzelnen Mitgliedsländern doch sehr unterschiedlichen Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt sind, was die Strompreise anbetrifft, individuelle Unterschiede gibt es da. Und da glauben wir als Kommission, dass dies etwas ist, was die Mitgliedstaaten sicherlich besser regeln können, als wenn wir das versuchen würden, aus Brüssel harmonisiert zu machen. Das Einzige, was wir sagen, in der Vergangenheit hieß es, dass die Mitgliedstaaten tatsächlich zu einem Ausgleich dieser zusätzlichen Kosten etwas tun. Diesmal im Gesetzestext heißt Member States should. Also sie sind alle aufgefordert, tatsächlich etwas zu machen. Weil in der Vergangenheit hat man gesehen, einige Mitgliedstaaten haben es nicht gemacht und andere haben es gemacht. Und das hat natürlich auch zu Verzerrungen im europäischen Binnenmarkt geführt. Und da sind wir natürlich die größten Gegner von Seiten der Kommission. Die Hoffnung ist, dass die Mitgliedstaaten die Einnahmen, die sie aus dem Emissionshandel haben werden, aus der Auktionierung, dafür verwenden, solche indirekten Preiswirkungen auszugleichen. Aber am Ende ist es vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten es selber machen sollen. Der Emissionshandel deckt nur 45% der europäischen Emissionen ab. 55% sind über die sogenannte Effort-Sharing-Decision, Transport, Haushalte, also auch der Wärmebereich, den Sie erwähnt haben, die Häuserdämmung fällt darunter. Und da wird es nationale Ziele geben. Diese nationalen Ziele sind gemäß des Bruttosozialprodukts pro Kopf, werden die ausgegeben an die unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Und das führt natürlich dazu, dass wir sehr unterschiedliche Verhältnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten haben. Einige, die werden in den Bereichen Kohlenstoffpreise haben, die schon relativ nach oben gehen. Andere Länder, die weniger ambitionierte Ziele haben, da wird man implizite Kohlenstoffpreise sehen, die relativ niedrig sind. Das Ganze könnte dazu führen, dass wir ökonomisch ineffizient Klimaschutz betreiben. Und wir brauchen genügend Flexibilität in dem System, dass dort investiert wird in Europa, wo tatsächlich die Früchte noch niedrig hängen und wo das kostengünstig zu erreichen ist. Und dazu werden wir zusätzliche Flexibilität in die Effort-Sharing mit hineinbringen müssen, um sicherzustellen, dass wir tatsächlich die Ziele am Ende auch kostengünstig erreichen. Ein dritter Bereich, der wichtig ist und der bislang nicht unter die europäische Gesetzgebung fällt, was Klima anbetrifft, sind die CO2-Emissionen aus der Land- und Forstwirtschaft. Und das wird auch ein schwieriges Kapitel werden, die mit einzubeziehen. Im Moment sind sie
fallen sie zwar unter das Kyoto-Protokoll, aber sie sind nicht einbezogen in das europäische Gesetzgebungswerk. Und das wollen wir auch machen, weil es da noch zusätzliche Möglichkeiten gibt, auch der Minderung von Emissionen in Europa oder der zusätzlichen Aufnahme von CO2 in die sogenannten Senken, ob das Forst ist oder ob das die Böden sind, die bislang nicht ausgeschöpft worden sind. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass wir die anderen Sektoren im Bereich Land, im Bereich Transport oder in den Haushalten etwas entlasten können. Aber wir werden das, ich denke, sehr vorsichtig machen müssen, die Integration der Land- und Forstwirtschaft über die nächsten Jahrzehnte hinweg. Das wird sicherlich nicht auf einen Schlag passieren. Erneuerbare Energien, da wird es auch zu einer Novellierung kommen. Der Gesetzesvorschlag soll Ende nächsten Jahres vorgelegt werden und auch was die Energieeffizienz anbetrifft. 27% bei den Erneuerbaren, da sind jetzt die ersten Pflöcke in den Boden geschlagen worden. Die Energieminister haben sich gerade getroffen, um das Governance-System zu überdenken, wie das in Zukunft laufen soll. Mitgliedstaaten waren mehrheitlich nicht bereit zu sagen, es soll zu neuen nationalen Zielen führen, sondern es wird jetzt so wie im Pariser Abkommen, das Ganze wird bottom-up gemacht. Es werden Pläne erstellt werden von den einzelnen Mitgliedstaaten, die bis zum Jahre 2019 fertiggestellt sein sollen und dann in Kraft treten. Und mit denen will man das 27%-Ziel europaweit erreichen. Die große Frage, die sich dabei auftut, ist, what if, was passiert, wenn wir die Pläne bekommen in Brüssel und wir addieren die auf und wir haben die gleiche Situation wie jetzt in Paris und da gibt es eine Lücke. Diese Frage ist im Moment von den Mitgliedstaaten nicht beantwortet worden. Also da wird über das nächste Jahr hinweg werden wir uns überlegen müssen, wie wir das in dem Gesetzesvorschlag mit verankern können. Energieeffizienz, Herr Juncker hat sehr deutlich gesagt, dass er bereit ist, auf 30% den Vorschlag auszubauen und ich glaube, das wird sicherlich auch passieren. Also es geht etwas über das hinaus, was wir in den Ratsschlussfolgerungen vom Oktober 2014 gesehen haben. Auch da wird es im Wesentlichen um Governance gehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Gesetzesvorschlägen, die dann darunter aufgebaut werden müssen, ob das Eco-Design ist, ob das Gebäude Effizienz ist, ob man da neue Sachen macht, das wird man sehen. Der letzte Bereich Transport, da werden wir anfangen, eine Mitteilung herauszugeben in der ersten Jahreshälfte. Und da geht es nicht nur um CO2 und Autos, sondern da wird man sicherlich breiter schauen müssen, wie können wir die Dekarbonisierung im Transportbereich voranbringen. Elektromobilität, Herr Staatsminister, wurde von Ihnen erwähnt, was ist in dem Bereich zu machen. Diese Mitteilung soll zu einer guten Diskussion innerhalb der Mitgliedstaaten führen, um dann in den nächsten Jahren dazu Gesetzgebung auszuarbeiten. Sicherlich wird es einen Vorschlag im Bereich CO2 und Autos geben, entweder Ende nächsten Jahres oder im Frühjahr des Jahres drauf. Im Moment sind wir dabei, die neuen Prüfverfahren zu uns anzuschauen und genehmigen zu lassen, wie man das Ganze misst. Ich gehe nicht auf all die anderen flankierenden Maßnahmen ein, die es noch geben wird. Das würde den Abend sprengen. Aber dazu gehört sicherlich auch die Bioökonomie, Herr Staatsminister, der interne Markt, Innovationen. Was können wir mit den Geldern machen, die wir auf europäischer Ebene zur Verfügung haben? Wir kommen zum Midterm Review unserer mittelfristigen Finanzplanung. Da kann man sicherlich auch noch neue Richtungen setzen. Der Ausblick für die Verhandlungen des Rahmens 2030, das wird sicherlich etwas schwieriger werden, als was wir 2008 zustande gebracht haben. Da haben wir innerhalb von 9 Monaten ein gesamtes Gesetzespaket verabschiedet zur europäischen Klimapolitik. In der Zwischenzeit haben wir die Finanz- und Wirtschaftskrise. Es gibt einige Mitgliedstaaten, die da noch sehr darunter leiden und die noch viel vor sich haben an Strukturanpassungen in den nächsten Jahren. Wir haben, als wir das 2020-Paket hatten, sind wir in Richtung hohe Energiepreise gegangen. Das hieß, dass relativ Energieeffizienz kostengünstig war und wirtschaftlich war. Im Moment
gehen wir genau umgekehrt in eine Phase von niedrigen Energiepreisen. Das heißt, Energieeffizienz rechnet sich nicht unbedingt. Also das kommt als zusätzliche Wirkung hinzu. Dann haben wir auf globaler Ebene, ist die Wirtschaft, fängt an zu lahmen. Wir sehen Überkapazitäten im Stahl zum Beispiel, die auf den Weltmarkt geschüttet werden, was den Stahlwerken in Europa das Leben schwer macht. Das ist sicherlich nicht zuträglich zu einer schnellen Diskussion eines Klima- und Energiepakets im nächsten Jahr. Und dann haben wir eine wachsende Skepsis gegenüber Europa. Und das aus sehr vielen Gründen. Brexit ist ein Thema, aber auch, was wir im Moment mit den Flüchtlingen, die Situation, die wir sehen und wo wir sehen, dass die Solidarität in Europa an ihre Grenzen kommt, das wird sicherlich auch auf die Diskussion des Klimapakets im nächsten Jahr zurückschlagen. Also ich bin nicht zuversichtlich, dass wenn wir die Vorlagen machen für diese Gesetze, dass wir das innerhalb eines Jahres durchbekommen. Ich glaube, wir werden da sicherlich gute 2 Jahre dran sitzen, um dieses gesamte Paket, was sehr komplex ist, tatsächlich durchzubekommen. Was die Chancen erhöht, dieses Paket durchzubekommen, ist gute Argumente für Kosteneffizienz, dass wir tatsächlich in die richtige Richtung gehen, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dass wir weiterhin Fairness und Solidarität einbauen werden, dass wir auf die Beschäftigung schauen, auf Wachstum, Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. Ich glaube, das steht wirklich im Vordergrund und das sind die großen Themen der Juncker-Kommission. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie uns den Impulsvortrag gegeben haben. Jede Menge Stoff für Diskussion. Die kann kaum einer besser leiten als Herr Stratmann, der stellvertretende Chef der Parlamentsredaktion des Handelsblattes und ausgewiesene Klimaexperte, in vielen Diskussionen mit uns auch inhaltlich sehr, sehr überzeugend. Ich bin froh, dass Sie heute Abend Zeit haben und uns durch die Diskussion führen werden. You have the floor. Ja, schönen Dank, Herr Fuchs. Dann setze ich mich doch hier mal ganz zentral hin. Ja, wir haben schon viel Input bekommen. Noch nicht von allen Podiumsteilnehmern. Ich möchte daher noch kurz vorstellen, diejenigen, die hier vorne heute noch nicht zu Wort gekommen sind. Ich fange mal hier zu meiner Rechten an. Marc-Oliver Bettzüge, Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts der Uni Köln. Neben ihm Holger Lösch, Mitglied der BDI, Hauptgeschäftsführung. Daneben Andreas Jung, Klimabeauftragter der Unionsfraktion. Und hier fehlt noch in der Reihe Hildegard Müller, Hauptgeschäftsführerin des BDEW, und Franz Josef Schafhausen, Abteilungsleiter Klimaschutz im Umweltministerium. Herr Schafhausen, fangen wir doch bei Ihnen mal direkt an. Wenn Sie sich jetzt die ideale Welt zeichnen könnten, welche Erwartungen verknüpfen Sie mit Paris, mit den bevorstehenden 2 Wochen? Ganz kurz und kompakt, was könnte im Idealfall dabei rauskommen? Tja, also schon der Hinweis, kurz und kompakt das zu machen, zeigt, dass das eine schwierige Herausforderung ist. Ich will mal an der Stelle versuchen, wirklich ein paar Punkte hier zu machen. Wir erwarten ein rechtsverbindliches Abkommen in Paris. Wir erwarten auch, dass wir das Langfristziel festschreiben können, also das 2-Grad-Ziel, durchschnittliche Erwärmung weltweit auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Wir erwarten und hoffen, dass wir das bekommen werden, den eben angesprochenen Ambitionsmechanismus, sprich die Möglichkeit, das Abkommen zu dynamisieren, weil die gegenwärtigen Beiträge, die genannt worden sind, von den einzelnen Staaten nicht ausreichen werden, um das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Wir brauchen einen solchen Überprüfungsmechanismus, der alle 5 Jahre uns zeigt, sind wir im Zielpfad oder weichen wir weiter vom Zielpfad ab. Ich will das unterstreichen, was Arthur-Runge Metzger gerade eben gesagt hat. Ich glaube auch, dass einzelne Staaten bei ihrem Versuch, ihre Beiträge zu nennen, Abschläge gemacht haben. Abschläge gemacht haben, weil sie sicher sein wollen, dass auf jeden Fall das, was sie hier
nennen, auch erreichen werden. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen auch übererfüllt werden wird. Und schon allein die Art und Weise, wie die Chinesen hier ihre Nennung da beziffert haben, zeigt, dass man doch der Meinung ist, dass man es früher erreichen wird als das, was man hier auf den Tisch gelegt hat, international. Man hat ganz bewusst gesagt, spätestens im Jahre 2030 wollen wir die Spitzenemissionen in China erreicht haben. Danach soll reduziert werden. Ich komme gerade aus China, ich habe mit der Planungskommission gesprochen und auch da wird mir bilateral gesagt, ja, wir gehen da vorsichtig heran an die internationalen Commitments, die wir gemacht haben. Und ich glaube, da werden wir auch von anderen Ländern frühzeitigere Hinweise bekommen, dass die Ziele erreicht werden. Wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist der Satz, den wir immer wieder hören. Herr Stratmann, Sie kennen ihn auch. Eine Tonne muss eine Tonne sein. Wir müssen hier Transparenz in das System hineinbringen. Wir brauchen ein Berichtswesen, auf das man sich stützen kann, auf das man sich verlassen kann. Es kann nicht sein, dass in einem Land eine Tonne 0,8 Tonnen sind oder 800 Kilogramm und in einem anderen Land 1,2 Tonnen. Das geht nicht. Also hier muss Gleichnamigkeit geschaffen werden, sodass wir sehen, wie die Dinge weltweit umgesetzt werden. Finanzierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wird sicherlich gerade die Entwicklungsstaaten sehr stark interessieren. Und die Frage auch der Aufteilung, wie werden diese Mittel verwendet? Werden die Mittel verwendet für Minderungsmaßnahmen? Ja, das brauchen wir. Hier müssen Hilfestellungen gegeben werden. Und der zweite Punkt ist natürlich Anpassung. Wir wissen, dass bestimmte Effekte, bestimmte Auswirkungen des globalen Klimawandels nicht mehr zu verhindern sein werden. Hier müssen Anpassungsmaßnahmen weiterhelfen, die müssen auch international finanziert werden. Wir sind hier, glaube ich, auf einem ganz guten Wege. Die OECD-Studie sagt uns, wir haben Basis 2014 62 Milliarden zusammen. Das heißt, wir haben 5 Jahre Zeit, um die restlichen über 30 Milliarden, knapp 40 Milliarden noch darzustellen. Ich glaube, das wird nicht nur aus staatlichen Mitteln gelingen, sondern hier werden auch private Mittel erforderlich sein und die werden auch gebracht werden. Und die Frage stellt sich an der Stelle, was können Märkte schaffen? Das ist auch ein weiterer Punkt, den wir natürlich, wo wir großes Interesse daran haben, die Frage Kohlenstoffmarkt, die Frage, wie kommen wir mit dem Begriff Carbon Pricing weiter? Wir haben ja im Bereich der G7-Entscheidungen auch eine Entscheidung, die sagt, wir schaffen eine politische Plattform für die Diskussion über Carbon Pricing. Die soll nicht im G7-Rahmen alleine stattfinden, sondern die soll auch andere Länder mit einbeziehen. In den Kontakten, die wir in den letzten Monaten gehabt haben mit Brasilien, mit Indien, mit China, in dieser Woche mit Mexiko, habe ich immer darum gebeten, dass man uns doch hier bei diesen Diskussionen begleitet von diesen Ländern, wichtige Länder, die wir brauchen. Und ich habe von allen 4 Ländern, die ich jetzt genannt habe, habe ich auch Zusagen bekommen, dass man sich an diesen Diskussionen beteiligen wird. Das wird flankiert werden durch Institutionen wie die Weltbank, die an dieser Stelle auch zu dem Thema Kohlenstoffmarkt, marktorientierte Mechanismen hier ihre Expertise zur Verfügung stellt. Wir werden unterstützt von der OECD, also insofern haben wir die Experten für diese Themen, die auch seit langen Jahren an diesen Fragen arbeiten, haben wir auf dem Tisch. Ich sage mal an der Stelle Schluss. Sie wissen, Herr Stratmann, man kann hier stundenlang über diese Fragestellung reden. Arthur Runge-Metzger hat auch gesagt, wir werden jetzt 2 Wochen in Paris über diese Themen diskutieren und ich bin auch gerne bereit, in der weiteren Diskussion zu Details noch Stellung zu nehmen, egal ob das nun die internationale, die europäische oder die deutsche Ebene betrifft. Lassen Sie uns versuchen, genau das alles noch abzuarbeiten. Vielleicht eben eine kurze Nachfrage, Herr Schafhausen. Da schwingt ja auch eine Menge Idealismus mit bei dem, was Sie sagen. Sie haben sich eingangs so ausgedrückt, Sie wünschen ein rechtsverbindliches Abkommen. Klar, das soll da am Ende stehen, aber die einzelnen Zusagen der Länder reichen erstens nicht aus, sind zweitens wahrscheinlich nicht wirklich vergleichbar. Und drittens auch nicht belastbar, weil völkerrechtlich nicht verbindlich wahrscheinlich. Oder haben Sie jetzt die Erkenntnisse, dass sich das grundlegend noch im Verhandlungsprozess, das kann keiner vorhersehen, aber
Kann sich das noch grundlegend ändern? Naja, ich will das unterstreichen, was eben gesagt worden ist. Wir hatten noch niemals die Situation, die wir jetzt haben. Wir hatten noch niemals bottom-up die Zusagen der einzelnen Länder, hier Maßnahmen durchzuführen. Und wenn Sie sehen, was in den einzelnen Ländern, welche Prozesse hier abgelaufen sind, um diese Pledges, wie man das so international nennt, um diese Pledges zustande zu bringen, dann ist das schon beeindruckend. In Brasilien hat es ein Referendum gegeben. Da hat man also gefragt, in die Gesellschaft hinein, seid ihr bereit, das mitzutragen? Also das, was Runge Metzger eben gesagt hat, passiert in vielen Ländern, die sich bislang mit dieser Frage vielleicht noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Hier diskutiert man über Klimaschutz. Aber das, ich sage mal, in einer Situation, wenn Brasilien einen solchen Prozess durchlaufen hat, können Sie nicht von der brasilianischen Regierung in Paris erwarten, dass sie sagt, wir gehen jetzt noch weitere Schritte über das hinaus, was wir jetzt in einem mühsamen Prozess gesellschaftlich verankert haben. Das wird nicht passieren. Deswegen ist die Idee, diesen Ambitionsmechanismus zu entwickeln. Aber das Maß an Verbindlichkeit, das man in diesen ganzen Prozess reingedeutet hat und bis vor ein paar Jahren auch als zum Ziel erklärt hat, Stichwort Kyoto und starke Ziele, die, ich sag mal, völkerrechtlich verbindlich sind, dieses Ziel können Sie nicht ernsthaft noch unterstellen. Da haben Sie sich doch von verabschiedet, oder? Naja, ich hatte ja eben gesagt, wir werden dieses Langfristziel verankern wollen. Wir werden uns auch einsetzen von der deutschen Regierung, aber auch von der europäischen Seite her, werden wir uns dafür einsetzen, dass wir so weit wie möglich kommen mit der Verankerung dieser INDCs. Wir haben nun leider auf der UN-Ebene keine Polizeistaffel, die einmarschieren kann in die einzelnen Länder, Kraftwerke abschalten kann oder Produktionsprozesse stilllegen kann. Nein, das bedauere ich nicht. Ich sage es nur, weil ich häufig mit diesen Dingen konfrontiert werde. Ich traue Ihnen alles zu, das ist schon mal gut. Herr Lösch, teilen Sie die durchaus optimistische Einschätzung von Herrn Schafhausen? Das ist natürlich eine Fangfrage. Also zunächst mal muss man ja feststellen, man kann die Dinge natürlich so und so betrachten. Festzustellen ist, 2009 ist ein lange verfolgter Ansatz brachial vor die Wand gelaufen. Jetzt hat man 6 Jahre an einem neuen Ansatz gearbeitet und man muss durchaus sagen, dass natürlich hier, sagen wir, viele Länder sich jetzt auch in einer gewissen Form geäußert haben, die sich früher hierzu nicht geäußert haben, weil sie sich natürlich auch im Schatten der Großen immer verstecken konnten. Aber festzuhalten bleibt natürlich, das entscheidende Wort an den INDCs ist das erste, nämlich das I, intended. Und da beginnt für uns natürlich mit dem Blick auf das Level Playing Field zumindest das skeptische Fragezeichen. Also was heißt eigentlich intended? Hier sind genug Politiker im Raum, die wissen, was es heißt, wenn in einem Papier steht, es wird beabsichtigt oder angestrebt. Also das muss man tatsächlich in der Praxis dann überprüfen, was bei rauskommt. Das ist mal das eine. Das zweite, ich habe nicht zu viele Hoffnungen, dass wir ein sehr umfassendes, rechtlich bindendes Abkommen bekommen. Ich glaube, dass die INDCs, schätze ich mal, wahrscheinlich nicht Teil eines völkerrechtlich bindenden Abkommens sein werden, weil das wissen wir zum Beispiel auch von den Amerikanern, dass das dort mit der politischen Lage oder auch anderswo so nicht funktionieren wird. Und dann stellt sich für mich die Frage der Sanktionierbarkeit, die ist relativ einfach beantwortet, was nicht völkerrechtlich bindend ist, ist also völkerrechtlich auch nicht sanktionierbar. Und dann ist die nächste Frage, wie können wir diese intended contributions vergleichbar machen? Was von denen ist wirklich, also vorhin wurde, Sie haben von Äpfel, Birnen, Bananen etc. gesprochen, Kartoffeln auch noch, ja, möglicherweise noch gelbe Rüben. Also wie kriegen wir da eine gewisse Vergleichbarkeit hin? Weil das ist natürlich auch die Voraussetzung, und da komme ich zum entscheidenden Punkt für mich, welche Schlussfolgerungen wir in Europa aus diesem Abkommen ziehen. Und ich glaube, man wird jetzt Paris sicher abwarten müssen und ich denke, es wird dann einen intensiven Prozess der Evaluierung der Ergebnisse nach sich ziehen. Ich halte ihn auch für wichtig, weil vom Grad des unseres Vertrauens in die, sagen wir mal, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit, lautere Absicht der anderen Partner in diesem Spiel muss natürlich auch abhängen, wie wir die weiteren Schlussfolgerungen für unsere Klima- und natürlich auch Energiepolitik da ziehen. Und
Also wie gesagt, ich finde ja immer, es ist positiv, dass auf vielen Ebenen Dinge auch im Praktischen passieren. Also ich glaube, dieser völlig überhöhte Ansatz, dass von oben quasi die Weisheit auf die Menschheit regnet, den fand ich immer schwierig, fand das auch alles ein bisschen überhöht. Also da ist dieser Ansatz, ist mir da schon grundsätzlich sympathischer, aber wird für uns nur dann positiv in die Zukunft führen, wenn wir nicht wieder als Industrie, als Wirtschaft an einem Punkt sind, dass die anderen es eben doch nicht ernst meinen und das Intended so interpretieren, wie Politik es manchmal interpretiert, während wir es wieder komplett ernst nehmen. Herr Jung, um das noch etwas weiterzuführen. Herr Runge-Metzger hat ja vorhin auch den Begriff des dynamischen Abkommens benutzt. Also es ist jetzt schon klar, das reicht alles nicht aus, was da vielleicht oder hoffentlich, je nachdem wie man sieht, in Paris beschlossen wird. Also muss in den Jahren darauf noch immer was nachgelegt werden. Sind Sie optimistisch, dass das funktionieren kann? Also erstens ja, ich glaube, wenn wir nicht alle optimistisch wären, dann hätten wir schon seit Jahren aufgehört, diesen Prozess zu begleiten. Sie haben vorher nach der idealen Welt gefragt, die haben wir schon im nationalen Rahmen nicht. Und die Prozesse in diesem UN-Rahmen sind einfach sehr mühsam und schwierig und die Schritte sind immer zu klein. Und deshalb liegt ja jetzt schon auf der Hand, dass Paris nicht der Endpunkt sein wird, sondern eine Zwischenetappe, hoffentlich eine erfolgreiche Zwischenetappe, aber dass danach weitergehen muss. Ich will nur vielleicht, jetzt ist ja angeklungen auch bei den Vorrednern, nochmal den Blick darauf lenken. Natürlich wird es danach weitergehen müssen, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn man jetzt den Weg vergleicht, wo sind wir 2009 gewesen in Kopenhagen und wo sind wir jetzt, dann stellen wir doch schon fest, dass es ganz erhebliche Fortschritte gegeben hat, dass die Blockade, die gegenseitige Blockade zwischen USA und China so nicht mehr besteht. Bei allen Schwierigkeiten, auf die Sie hingewiesen haben, dass die Amerikaner sich schwer tun mit verbindlichen Vereinbarungen, dass die Chinesen sich immer noch schwer tun mit Überprüfbarkeit, aber es ist doch in beiden Ländern eine unglaubliche Entwicklung auch gewesen. Bis dahin ist darauf hingewiesen worden, dass die Chinesen einen Emissionshandel landesweit installieren wollen. Von daher, erstens hoffen wir, dass jetzt was Gutes rauskommt und zweitens ist klar, dass der Prozess danach weitergehen muss. Und was macht mich optimistisch, dass es uns dann auch gelingt, das Ambitionsniveau weiter zu erhöhen, eben dass wir doch bei allem Mühsal erlebt haben in den letzten Jahren, es bewegt sich doch. Stichwort Optimismus noch einmal, Herr Betzüge. Wir blicken ja auf viele Vorleistungen, auf viel Optimismus seitens der Deutschen und der Europäer, was Klimaverhandlungen angeht. In den vergangenen Jahren ist man immer gerne als Musterschüler mit ehrgeizigen Zielen da aufgetreten. Wie bewerten Sie das? Hat sich das rückblickend gelohnt oder war das ein Irrglaube, davon auszugehen, dass man andere dadurch motiviert mitzumachen? Zunächst mal bezweifle ich, dass die Selbstwahrnehmung gerade der Bundesrepublik in großem Maße CO2-Minderung betrieben zu haben, tatsächlich richtig ist. Wenn man die CO2-Minderung in Deutschland der letzten 10 Jahre mit denen vergleicht, die unter der Obama-Administration in den USA passiert ist, ist nicht ganz klar, wer von diesen beiden Nationen sich besser darstellt, trotz der vielen 100 Milliarden Euro, die wir investiert haben in bestimmte Technologien. Da gibt es dann auch Gründe für, warum das ist. Also ich bezweifle, dass die Selbstwahrnehmung stimmt. Auch die Selbstwahrnehmung der Europäischen Union ist natürlich geprägt von einer Zeit, in der in Gesamteuropa die Wirtschaft über die letzten 5 Jahre, sag ich mal, sich nicht so entwickelt hat, wie man es sich eigentlich gewünscht hätte. Und das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf Emissionsniveaus. Ist die Vorstellung, dass man über Vorreiterrollen nicht kooperative Spiele zu kooperativen Lösungen bringt, eine überzeugende? Da weiß man aus der Forschung von Ostrom und anderen, dass das tatsächlich in bestimmten Kontexten funktionieren kann. Ja, insbesondere dann, wenn es enge kulturelle Verwobenheiten gibt in gewissen Dorfgemeinschaften und ähnlichen Kulturen mit hohen auch kulturellen Verwobenheiten, in denen auf anderen Gebieten dann sozusagen Sanktionsmechanismen eingeführt werden können, um ein gewünschtes Verhalten durchzusetzen. Im Rahmen einer Weltgemeinschaft von knapp 200 Staaten ist das eher unwahrscheinlich, davon auszugehen, dass diese Bedingungen tatsächlich erfüllt sind, dass also sozusagen ein gutes Beispiel honoriert wird von denjenigen,
die das nicht wollen. Also ich glaube, im Kern hat sich die Struktur des Verhandlungsspiels der Weltgemeinschaft nicht substanziell verändert seit Kopenhagen. Ich denke, die wesentliche Veränderung, die stattgefunden hat, ist die erhebliche Preissenkung im Bereich des Erdgases und vor allem die relative Preissenkung von Erdgas zu Kohle in den USA. Das ist eine wesentliche Veränderung in der Struktur dieses Spiels, die aber letztlich nichts daran ändert, dass dieses Spiel nicht von alleine zu einer kooperativen Lösung kommt. Und insofern würde ich sagen, der Fortschritt, der seit Kopenhagen stattgefunden hat, ist, dass die überzogene Erwartung bestimmter Kreise, insbesondere europäischer Kreise, dass man ohne weiteres eine solche kooperative Lösung erreichen kann und dass man eben im Vertrauen auf diese kooperative Lösung auch in erhebliche Vorleistungen geht, dass diese Vorstellung einer doch sehr viel größeren Nüchternheit gewichen ist und man sich jetzt zufrieden gibt mit im Grunde sehr langsamen Zwischenschritten auf einem Weg zu einem irgendwann dann einmal vielleicht erreichbaren kooperativen Abkommen, wenn das denn überhaupt erreichbar ist. Herr Schafhausen, Stichwort Vorleistung, sagen Sie einen Satz dazu. Hat sich das aus Ihrer Sicht gelohnt? Ich glaube schon, dass wir an der Stelle das etwas anders beurteilen, als das gerade Professor Betzüge gesagt hat. Ich glaube schon, dass wir mit den Vorleistungen, und wir merken das ja jetzt auch auf der internationalen Ebene, dass der Treiber nicht immer der Klimaschutz ist, dass der Treiber in anderen Ländern vielleicht die Luftreinhaltung ist, wenn ich mir China ansehe, dass der Treiber Industriepolitik ist, wie das in China zum Beispiel auch der Fall ist, dass die Chinesen uns sagen, wir machen hier Entwicklung von Technologie, wir wollen technologisch an der Front sein weltweit, wir wollen hier entsprechende Produkte wollen wir anbieten und wir wollen vor allen Dingen unsere Abhängigkeit von Importen auch reduzieren. China war früher Exporteur von Energie, ist mittlerweile Importeur von Energie. Ich höre das von den Indern auch, die Energie mittlerweile massiv importieren und die über Wege nachdenken, wie sie über Energieeffizienz, über erneuerbare Energien jetzt dazu kommen, dass sie ihre Abhängigkeit von Energieimporten, was ja immer schwierig ist unter dem Gesichtspunkt Energieversorgungssicherheit, dass sie ihre Abhängigkeit da reduzieren. Ich glaube schon, dass die Politik, die in Europa, in Deutschland in den letzten Jahren durchgeführt worden ist, dazu geführt hat, dass auch Technologien entwickelt worden sind. Ja, ich sage, wir haben Kosten tragen müssen. Das ist offenbar, das ist richtig. Aber wir haben, glaube ich, auch Prozesse angestoßen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, die jetzt weitergeführt werden. Auch der Transformationsprozess, der in Deutschland, in Europa beginnt auch in anderen Ländern. Wir haben solche Entwicklungen, die stärker Umstrukturierung der Energieversorgung, Umstrukturierung auch der Produktion im Blick haben. Also ich würde das nicht so defensiv beurteilen, wie Professor Betzüge das jetzt gemacht hat. Frau Müller, Herr Schafhausen sagt, ja, wir haben Kosten ausgelöst mit unserer Vorreiterrolle. Ist das so eine Aussage, mit der Sie sich aus Sicht Ihrer Branche zufrieden geben? Mit Blick auf Paris sicherlich nicht. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir in Paris ein Abkommen bekommen, das so verbindlich wie möglich und so überprüfbar wie möglich ist. Im Interesse der deutschen Wirtschaft. Ich weiß, dass das nicht alle Teile der deutschen Wirtschaft auch so sehen. Es hat aber vielleicht mit der besonderen Situation der Energiewirtschaft zu tun, die natürlich schon feststellt, dass wir durch das Vorgehen der Bundesrepublik hier sehr viel einseitige Vorleistungen auch haben, dass wir in einem Transformationsprozess sind, der uns übrigens jetzt vielleicht aber auch breiter als andere macht, auf andere Phänomene wie Digitalisierung und anderes auch zu reagieren, der aber auch zeigt, dass wir natürlich nicht länger national autark da weiter vorgehen können und denken können. Das zeigt sich eigentlich bei jedem nationalen Gesetz jetzt. Deshalb haben wir A, nicht nur weil wir davon überzeugt sind, sondern auch B, wegen der Situation der deutschen Energiewirtschaft, erstmal dieses hohe Interesse, dass wir in Paris so weit wie möglich dort auch kommen. Übrigens teile ich Ausdrücke, was Herr Schafhausen sagt, dass es verschiedene Gründe für dieses Handeln gibt. Also wir haben gerade ein internationales Delphi gemacht mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, PwC, und haben dort mal auch branchenübergreifend Experten aus der Energiewirtschaft, aber auch, ich sag mal, aus Städtebau, aus Architektur, aus Kunst, Kultur, aus allen Industriebereichen weltweit gefragt, wie sie eigentlich Klimatrends, Klimaentwicklungen etc. sehen, wie sie es beurteilen, schafft man es europäisch oder weltweit weiterzukommen und anderes.
Da haben wir gesehen, dass durchaus hohes Vertrauen da ist, dass es einen stärkeren Druck auf gemeinsame Ziele gibt, aber mit ganz unterschiedlichen Motiven. Also ein Beispiel: die Dezentralisierung in Deutschland ist für viele ja aus dem Autarkiegedanken, aus der Demokratisierung herausgetrieben. Da auf diesen Effekt brauchen wir in Afrika nicht zu hoffen. Da ist der Treiber für eine gleiche Entwicklung Aussicht das Thema Versorgung und Stabilisierung von Systemen. Also was ich damit sagen will, ist mir ist manchmal der Grund vielleicht egal, wenn wir das Ziel an der Stelle auch anstreben. Und dann kommen wir sehr schnell auch in die Frage, wie ist man auch bereit, das zu machen? Auch das haben wir gefragt. Und da setzt dann jetzt schon eine Kritik an, die ich ein bisschen auch habe. A, glaubt man da sehr, dass national einseitige Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen werden? Das erleben wir auch gerade. Deshalb ist es mindestens wichtig, dass wir als Deutsche uns stärker einbetten, wenigstens in ein europäisches System. Ich will jetzt ja gar nicht von einem weltweiten sprechen, das ist für mich die Langfristhoffnung, aber schon ein stärkeres, konzentriertes europäisches Vorgehen ist, glaube ich, unabdingbar für die nächsten weiteren Schritte, wenn wir hier zu wirklichen CO2-Reduktionen kommen wollen. Da bin ich bei Herrn Betzüge, dass wir da, wenn wir mal die CO2-Bilanzen ansehen, uns auch nichts vormachen müssen. Auch eine Verlagerung von Stromproduktion ins Ausland führt am Ende des Tages nicht dazu, dass wir eine Tonne CO2 weniger produzieren. Das Thema Kernenergie und anderes will ich hier gar nicht ansprechen. Da müssen wir uns auch ein Stück ehrlicher machen in der deutschen Debatte. Und der zweite sehr klare Trend, der da herausgekommen ist und deshalb auch, glaube ich, wichtig ist jetzt für Paris, deshalb sage ich das an dieser Stelle, ist, dass eine klare Erwartung ist, das mit so viel marktnahen Systemen wie möglich zu machen, eine klare Erkenntnis, dass viele nicht bereit sind, Dauersubventionssysteme etc. zu schaffen. Ich finde das immer gut, wenn man sich in dieser Bundesregierung auf den Markt beruft. Die Realität ist eine zunehmende Regulierung aller Bereiche, eben halt nicht die Kraft auf auch marktwirtschaftlich technologieoffene Instrumente hier zu setzen und damit auch einen Ideenwettbewerb anzureizen. Ein Ideenwettbewerb, der, glaube ich, dringend notwendig ist, weil andere Länder sich auf diesen Ideenwettbewerb machen. Und wir kommen hinterher nur bei der Residuallast im Strommarkt auf die Idee, das könnte der Markt noch regeln. Ansonsten regulieren wir fröhlich dort vor uns hin. Ich glaube, das sind gerade die falschen Treiber. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass die Anfangserfolge oder das Vorankommen, was wir in Deutschland haben, auch der hohe Anteil erneuerbarer Energien etc., jetzt nicht in eine Bremse hineinläuft, während andere Länder längst Instrumente entwickelt haben, die marktauglicher sind, die sich dann zum Beispiel Investoren suchen. Investoren, die wir jetzt brauchen für die nächsten Phasen von Energiewende, die wir brauchen, die auch die Industrie und andere brauchen. Die suchen sich marktnahe Systeme, die suchen sich nicht Subventions- und Regulierungssysteme aus meinem Befinden heraus. Und deshalb blicken wir mit Spannung darauf, hoffen, so weit wie möglich zu kommen und anschließend aber bitte auch in der Folge eine konsequente europäische Umsetzung dessen und auch da dann meine Hoffnung auch an die Kommission und alle Verantwortlichen in Europa, dass wir hier mehr Europa bekommen, als wir es in den letzten Monaten letztendlich hatten. Ich möchte nochmal das Stichwort Kohle aufgreifen. Da gibt es ja jetzt auch gerade in diesen Tagen eine spezifisch deutsche Debatte. Vielleicht kann Herr Schafhausen dazu gleich auch noch einen Satz sagen. Aber in Kombination mit Paris sehe ich da als Beobachter so den Widerspruch. Wir haben 1000 Gigawatt Kohlekraftwerke weltweit, die in Planung oder im Bau sind. Das ist also ein weltweiter Trend. Und gleichzeitig haben wir Reduktionsverpflichtung großer Emittenten. Da ist ein Widerspruch. Wird die Realität in Paris möglicherweise ausgeblendet? Frau Müller, ist das völlig ab von dem, was wirklich passiert auf der Welt? Also zuerst einmal muss man das zur Kenntnis nehmen, dass auch keine Entscheidung zu ethischem Investment jetzt aus der Kohle heraus am Ende des Tages zurzeit dazu führen wird, dass andere Länder sich aus der Kohle verabschieden werden. Das ist einfach auch eine logische Entwicklung von Rohstoffpreisentwicklung und vielen anderen Systemen. Herr Betzüger hat das, glaube ich, völlig richtig beschrieben. Manchmal denke ich, wir sollten als Deutsche eher ein Interesse haben, dass alte Kohle abgeschaltet wird und moderne, effiziente gebaut wird. Von anderen, also ich gehe nicht so weit, dass die Hoffnung ist, dass in jedem Land schon dieses Thema Kohle Ausstieg so ähnlich diskutiert wie bei uns. Deshalb halte ich auch da so einseitige Verpflichtung für nicht für den Weg, der erfolgversprechend ist am Ende des Tages. Und dass die Kohle in Deutschland so ist, wie sie ist, hat mit Marktpreisentwicklung zu tun, mit Rohstoffpreisentwicklung und auch mit der Konsequenz des politischen Handelns in Deutschland aus der Kernenergie auszuschreiben. Das ist kein Paradoxum, was da eintritt, sondern es ist eine logische Konsequenz politischen Handelns. Gleichzeitig haben wir es versäumt, CO2-Reduktionspotenzial in anderen Bereichen zu heben, obwohl wir wussten, dass wir genau in diesen Trend hineingehen mit der Entscheidung nach Fukushima und andere Dinge mehr. Deshalb sollten wir aufpassen, hier Belehrungen zu erteilen an der einen Seite. Das Zweite ist, wir müssen eine glaubhafte Antwort für die Länder haben, die in extremen Wachstumsdynamiken stehen, die jetzt
in den Schritten halt auch aufgrund dieser Situation, die am Markt ist, auf Kohle auch setzen. Und den müssen wir, deshalb sage ich nochmal, marktnahe Lösungen aufzeigen. Für die müssen sich andere Systeme rechnen. Das geht da gar nicht um Ideologie, dass die Kohle oder dieses oder jenes wollen. Die suchen den preisgünstigsten Weg, Energie zu erzeugen, um ihre Wachstumsdynamik zu brechen. Und darauf müssen wir eine ehrliche Antwort bekommen. Da können wir noch so viel beschwören, was man tun muss, sondern da muss man ganz konkret diese wirtschaftliche Situation in den Ländern sehen. Herr Jung, Wachstumsdynamik als Stichwort. Wenn wir Klimaschutz, internationalen Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir irgendwann zu der Vereinbarung kommen, dass die Kohle unter der Erde bleibt und nicht alles restlos verbrannt wird. Wie will man wachstumshungrigen Schwellenländern erklären, wie sie ihre Energieversorgung zu gestalten haben, und stößt man da nicht dann doch schnell an Grenzen mit Klimaschutzideen? Also ich denke, das belehrende Element wird nicht überzeugend sein, solange es nur verbal bleibt. Ich glaube, wir haben die besondere Herausforderung, zu zeigen, dass es geht. Und da ist es ja nun so, dass wir als Deutsche nicht alleine sind. Wir verweisen auf die Erklärung in Elmau, wo die führenden Industriestaaten erklärt haben, sich letztlich verpflichtet haben, und gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr zu einer vollständigen Dekarbonisierung kommen, wollen also wegkommen von der Kohle. Und deshalb finde ich, haben wir eine besondere Verantwortung, in diesem Industrieland zu zeigen, dass es eben geht. Und es ist ja alles richtig, was Hildegard Müller gesagt hat, was gesagt wurde, das geht nicht von heute auf morgen, aber dass wir es schaffen, trotz Ausstieg aus der Kernenergie, mit einem Aufwachs erneuerbarer Energien, mit Energieeffizienz, wo wir viel mehr tun müssen, es zu schaffen, dass wir trotzdem schrittweise von der Kohle runtergehen und das eben so, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, dass die Energiepreise wettbewerbsfähig bleiben und dass das Ergebnis nicht ist, dass wir an Wohlstand, an Arbeitsplätzen verlieren, sondern dass wir führende Industrienation bleiben. Und wenn wir das zeigen können, dann ist es, glaube ich, das beste Argument gegenüber Schwellenländern, die dann auch quasi dieses Modell nachahmen können. Jetzt erleben wir, kurze Nachfrage, ja im Moment gerade oder seit Jahren schon, dass energieintensive Industrien weniger investieren, als sie abschreiben, also von der Substanz zehren. Das ist ja nun gerade nicht das Beispiel, das Sie geben wollen und sich erhoffen. Ich habe ja nicht gesagt, dass schon alles ideal ist, was wir machen. Das ist ja jetzt seit 10 Jahren schon so. Ja. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist doch auch unübersehbar, dass mit dem Weg, den wir gegangen sind, wir es bis dato doch jedenfalls geschafft haben, wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Wir sind ein wirtschaftlich erfolgreiches Land. Wir haben es trotz dieser Politik geschafft, aber nicht wegen. Wir haben es jedenfalls mit dieser Politik geschafft, und diese Politik hat nicht dazu geführt, dass wir abgestiegen sind, sondern wir sind die führende Industrienation in Deutschland. Und es ist ja vorher angesprochen worden, natürlich müssen wir auf dem Weg weitermachen. Natürlich ist richtig, dass wir auch im Bereich der erneuerbaren Energien jetzt den Weg gehen hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, dass wir bei der Energieeffizienz von vornherein auch auf solche Modelle setzen oder sie jetzt verstärkt einführen. Und das, meine ich, ist unsere Verantwortung. Herr Lösch, überzeugt Sie das? Nicht hundertprozentig. Ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist das Entscheidende, also natürlich wollen wir ein möglichst verbindliches Abkommen in Paris. Wir wollen ein überprüfbares Abkommen. Uns wäre es auch sehr recht, wenn das Thema von weltweitem Carbon Pricing etwas stärker verankert würde. Nur, ich habe das gesagt, weil ich natürlich genau weiß, welche Probleme wir momentan in Europa, in Deutschland erleben, durch die Inkonsistenz der Ambitionsniveaus zwischen Europa und Deutschland. Jetzt, wir investieren über die Stromverbraucher jedes Jahr ungefähr 2 Dutzend Milliarden Euro in die Subvention von erneuerbaren Energien. Gleichzeitig müssen wir permanent in Europa mit vielen, vielen sehr wertvollen Kristallkugeln jonglieren. Das muss dann meistens unser Wirtschaftsminister machen, manchmal auch die Kanzlerin, um die Folgen dieser Inkonsistenz für weite Bereiche der Industrie quasi klein zu halten. Also diese Inkonsistenz kostet uns nicht nur Geld, sie kostet uns auch erhebliches Renommee in Europa, sie kostet uns sehr viel Goodwill in Europa. Und ich glaube, deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, wenn wir auch hier mal ein Stück weit ehrlich sind. Wir können es uns so leisten. Und
ich weiß auch nicht, wie viele Länder es auf der Welt gibt, die dieses System, das wir hier, also ich betrachte es als ein etwas exzentrisches System, die dieses System wirklich 100% übernehmen können. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und ich befürchte eben, wenn wir nach Paris für uns in Deutschland oder in Europa die Schlussfolgerung ziehen, dass wir jetzt noch ein Stück weiter nach vorne laufen müssen, damit die anderen auch ein Stück mehr hinterherlaufen, dass diese Inkonsistenzkosten weiter wachsen und irgendwann wird der politische Preis, den wir dafür in Europa bezahlen, auch nicht mehr bezahlbar sein. Herr Bertzüge, teilen Sie diese skeptische Einschätzung? Das kommt darauf an, wie die Politik auf die Sollbruchstellen, die heute schon angelegt sind, in dem europäischen und deutschen Ordnungsrahmen für die Energiewirtschaft reagieren wird. Ob sie also tatsächlich das, was sie jetzt ankündigt, auch ernst meint und auf Teufel komm raus durchzieht oder ob sie das nicht tut. Und darüber, also diese Kristallkugel, über die verfüge ich leider nicht, wie Politik dann sozusagen auf fundamentalen Druck reagiert. Ich denke natürlich, es ist ja völlig unbestritten, dass die aktuelle wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland sicherlich auch erklärbar ist durch die Sondersituation, die sich im Euro ergibt. Durch sozusagen den gemeinsamen Währungsstandard mit deutlich weniger produktiven Ländern, durch eine Zinspolitik, die dort aus bestimmten Gründen gemacht wird, die bestimmte Konsequenzen hat. Ist ja auch eine Frage, ist das tatsächlich etwas, worauf man sich ausruhen kann oder ist das eine, sag ich mal, Rahmensituation, die sich für die Bundesrepublik Deutschland auch mal wieder sehr schnell ändern kann, woraus dann die Sollbruchstellen, die man in die Energiepolitik eingebaut hat, vielleicht sehr viel schneller dann auch deutlich werden? Ausgangspunkt war jetzt gerade ja die Kohle. Herr Schafhausen, dieses Thema Kohleausstieg, das jetzt so durch die Zeitungen und durchs Internet geistert, da wird Ihre Ministerin mit sehr konkreten Aussagen zitiert. Ich weiß nicht, inwiefern die so zutreffend sind. Vielleicht können Sie das kurz erläutern und sagen, worauf man sich einstellen sollte. Also ich fange vielleicht mal so an. Wir haben innerhalb der Bundesregierung für die nationale Klimaschutzpolitik anspruchsvolle Ziele beschlossen. 40% Minderung bis 2020, 1990er Basis, 55% bis 2030, 70% bis 2040 und 80-95% bis 2050. Das stimmt auch mit der Zielsetzung auf der europäischen Ebene, stimmt das cum grano salis überein. Das heißt, wir haben sehr, sehr anspruchsvolle Ziele. Jetzt muss man ein Programm entwickeln, mit dem man diese Ziele verwirklicht. Und das ist ganz klar, dass dies dazu führen wird, dass wir zu einer Gesellschaft, zu einer Wirtschaft kommen, wenn diese Ziele erfüllt werden sollen, und davon gehe ich aus, die mit weniger Kohlenstoff auskommen muss. Das wird zu einer Veränderung führen, zu einer Strukturveränderung führen. Die wird nicht von heute auf morgen stattfinden, sondern die wird über einen langen Zeitraum stattfinden. Die wird auf der Angebotsseite ansetzen, sprich Energieerzeugung, Energieumwandlung, und die wird aber auch auf der Nachfrageseite ansetzen. Es gibt da keine Patentrezepte, wir werden viele Lösungen brauchen an der Stelle. Das geht hin über Speicher, das ist ein Thema, das geht hin über den Bau von neuen Netzen, das stellt sich mit der Frage des Lastmanagements. Zentralität, Dezentralität stellt sich in dem Zusammenhang auch als Frage. Aber am Ende, das muss klar sein, bei diesen Zielen wird die Kohle eine immer geringere Rolle spielen müssen. Ansonsten wird man diese Ziele nicht erreichen können. Jetzt kann man sich über den Zeitraum streiten, in dem das geschehen wird. Ich sage mal, bei den Zielsetzungen, die wir haben, werden wir am Ende dieses Zeitraums in einer Situation sein, dass Braunkohle und Steinkohle bei uns dann nicht mehr die Rolle spielt, die sie heute spielt. Ich sage aber auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, brauchen wir fossile Energieträger, das ist ganz klar. Wir werden mit der augenblicklichen Produktion von Strom, werden wir hier kompensatorische Maßnahmen brauchen. Wir brauchen einen Ausgleich des Systems, damit wir die Frequenz im Netz halten können. Und dazu werden wir auch in den nächsten Jahren, in den nächsten 2-3 Jahrzehnten, werden wir auch fossile Brennstoffe brauchen. Aber nochmal meine Frage, braucht man einen Kohleausstiegsplan oder
organisieren das nicht die Investoren jetzt sowieso schon ganz automatisch, wie man überlesen kann? Das wird dazu beitragen. Wir brauchen aber nicht in dem Sinne jetzt nur einen Plan, der sich auf die Kohle richtet, sondern wir brauchen einen Gesamtplan, der sich auf die Nachfrageseite, auf die Angebotsseite richtet. Da werden viele Elemente darin sein. Da werden auch Elemente im Bereich der Kohle sein. Es ist ja eben ein Element angesprochen worden, die Kapazitätsreserve, die 2,7 Gigawatt, die jetzt aus dem Markt genommen werden sollen. Das ist ja ein erster Schritt mit dem, was eben gefordert worden ist, alte, ineffiziente Anlagen vom Netz kommen sollen. Das wird sich weiter fortsetzen in den nächsten Jahren. Die Geschwindigkeit wird sich dann auch aus den anderen Elementen ergeben, wie sich diese Elemente entwickeln werden. Ich sage am Ende, im Jahre 2050 wird die Kohle nicht mehr die Bedeutung haben, die wir heute haben. Da werden wir andere Energieträger haben, da werden wir auch vielleicht stärker Erdgas einsetzen. Das wird auch eine Reaktion, ein Reflex auf die Entwicklung an den Märkten sein. Marktpreise werden da eine Rolle spielen. Also insofern, ich sage nur noch einmal, bei den Zielen, die wir haben, werden wir in eine Entwicklung hineinkommen, bei der die Kohle zum Schluss keine große Bedeutung mehr haben wird. Herr Müller, braucht es dazu noch einen Kohleausstiegsplan? Das habe ich doch eben gesagt. Das wird sich entwickeln aus dem Gesamtplan. Und wenn Sie in das... Herr Schafhausen, ich hätte ja nur gerne gewusst, wenn ich mir die eine Nachfrage noch erlauben darf. Herr Stratmann, Entschuldigung, ich habe nicht gehört, dass Sie Frau Müller angesprochen haben. Ja, genau. Und ich wollte mich jetzt auch nicht in die Rolle von Frau Müller begeben. Aber auch die ist auch schön. Frau Müller, genau, springen Sie in die Bresche. Also ich glaube, fast jeder, der hier im Raum ist, dem habe ich auch schon mal meine Meinung zu diesem Thema gesagt. Ich glaube, dass das Strommarktgesetz in allen Fragen, die zu lösen sind, zu kurz springt. Und deshalb bleibe ich auch dabei, dass ich gesagt habe, wenn denn diese Überlegungen da sind, dann ist es endlich an der Zeit, dass man sich auch an einen Tisch setzt, alle betroffenen Gruppen dazu hört. Das ist keine leichte Diskussion. Ich bitte dann auch um Ehrlichkeit über die Frage von Konsequenzen. Und da müssen wir beleuchten, was hat das für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Strompreise, was hat das für die betroffenen Unternehmen, für die Regionen etc. für Konsequenzen. Und ich sage das nicht, um es nicht zu tun, sondern die politische Lebenserfahrung, die ich mitbringe, ist, dass man es, je später man es macht, umso unstrukturierter und umso teurer macht. Und deshalb, wer diese Diskussion führen will, der müsste seriös führen, der muss aber auch zulassen und die Kraft haben, dass man auch Argumente wägt, die einem nicht nur leicht fallen an dieser Stelle. Nur wenn wir jetzt wirklich da irgendwann ein Beispiel geben will, wie das funktionieren kann, müssen wir da vorleisten. Ob das in 25 Jahren ist oder nicht, oder ob Frau Hennigs das jetzt ernst meint, oder ob Herr Gabriel das auch so sieht, oder wie das die Bundeskanzlerin sieht, das kann ich jetzt an diesem Tag nicht beurteilen. Für mich war das relativ überraschend, weil wir eigentlich das Signal bekommen haben, jetzt war es das so für diese Legislatur mit der Diskussion zum Strommarkt. Ich sage nur, es ist eine intensive, eine komplizierte Debatte, die wir mit größtmöglicher Ehrlichkeit an dieser Stelle führen müssen. Und wir sind da bereit zu. Ja, schönen Dank, Frau Müller. Sie sind natürlich alle herzlich eingeladen, sich einzumischen mit Fragen und Anmerkungen, mit vielleicht noch dem einen oder anderen Hinweis. Ich sammle gerne jede Wortmeldung hier ein und wir können sicher noch so einiges abarbeiten. Ich würde gerne noch mal ein fantasieanregendes Thema ansprechen, das ich immer mit Interesse verfolge. Und vielleicht kann Herr Schafhausen eingangs dazu einen Satz sagen. Es ist das Thema negative Emissionen. Wenn alles nicht mehr funktioniert, dann, so sagen einige Wissenschaftler, dann müssen wir eben der Atmosphäre CO2 entziehen, indem wir im großen Maßstab Biomasse anbauen, die dann verstromen und das entstehende CO2 unterirdisch speichern. Das wird möglicherweise auch in Paris eine Rolle spielen, ist eine vielleicht im Pilotrahmen interessante Sache. Ist das auch im großen Maßstab denkbar und vielleicht so eine Notlösung, wenn alles nicht mehr funktioniert, Herr Schafhausen? Ich finde das eine sehr spannende Frage. Auch dieses Thema müssen wir bedenken. Ich sage mal an der Stelle, ob wir das denn unter der Erde speichern, ist denn eine weitere Frage. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Kohlendioxid zu nutzen, um daraus neue Produkte zu machen. Wir haben solche Pilotvorhaben, haben wir
im Werden. Wir fördern solche Pilotvorhaben, zum Beispiel in der Stahlindustrie, wo wir jetzt versuchen, CO2 abzuscheiden und aus dem CO2 Ethanol zu produzieren. Das ist noch eine relativ teure, Angelegenheit, die wir an dieser Stelle finanzieren. Aber da muss man Erfahrungen mitgewinnen. Wir wissen ja, dass solche Piloten immer relativ teuer sind, aber dass wir dann hinterher in Kostendegressionseffekte hineinkommen, die man nutzen kann. Das ist ein Punkt, über den muss man nachdenken. Da muss man auch über die Frage der Senken, die Sie angesprochen haben, nachdenken. Da muss man aber sich auch klar sein, dass das nicht eine lineare Entwicklung ist bei den Senken, sondern dass das eine Entwicklung ist, die zu Anfang Kohlenstoff einbindet und je älter dann die Bäume oder wo sie auch das CO2 speichern wollen, werden dann möglicherweise sogar zu einer Quelle werden kann. Also das muss man dabei berücksichtigen. Also ich will da keine Technologie ausschließen. Das muss man bedenken, gerade bei den sehr anspruchsvollen Zielen, die gesetzt worden sind und die wir ja auch auf der globalen Ebene setzen wollen. Also insofern, das soll keine reine Vorreiterei der Deutschen oder der Europäer sein, sondern wir wollen die Welt mitnehmen, anders werden wir das Problem nicht lösen können, oder? Also ich bin jetzt ja froh, dass der Geist des CCS mal wieder durch die Debatte hier weht. Ich glaube, ich war die Letzte in Deutschland, die sich für dieses Thema noch eingesetzt hat, was man sehr großspurig, finde ich, sehr frühzeitig hier beendet hat. Denn erst einmal zu glauben, dass wir völlig ohne jede CO2-Erzeugung in allen Lebensbereichen auskamen, halte ich für einen Irrglauben. Und der zweite Punkt ist auch, gerade wenn wir jetzt auch die Schwellenländer und andere gewinnen wollen, ist hier, finde ich, ein entscheidender Schlüssel in der Erprobung und Erforschung von solchen Technologien. Nicht um ungehindert so weiterzumachen. Ich weiß, alle Umweltschützer dieser Welt kommen jetzt wieder und sagen, ha, die Müller, die sucht jetzt wieder nur einen Weg, nichts zu tun. Nein, sondern es geht halt darum, dass wir das Idealziel nur erreichen können, wenn wir über solche Fragen engagiert nachdenken. Und wenn wir dann bei der Beendigung von Lebenslügen sind, von mir wird das ja jeden Tag irgendwie gefordert, dann kann ich nur sagen, setzt CCS bitte mit auf die Liste. Herr Lösch. Ja, also ich sag mal, auf diesen Feldern besteht natürlich für Deutschland kaum eine Gefahr, dass wir hier in eine Vorreiterrolle geraten. Ich weise bei dieser Gelegenheit auch immer gern hin, also ich höre ja immer wieder, wie toll das bei den Chinesen mit ihren erneuerbaren Energien ist. Falls jemand Freude an der Eröffnung von Kernkraftwerken hat, er kann das 43 Mal in den nächsten Jahren in China tun, 150 Gigawatt. Ich glaube, dass der Rest der Welt wesentlich technologieoffener an die Fragestellung herangeht. Und BECCS ist also diese Bioenergy Carbon Capture and Storage, ist in der Tat ein sehr ernstzunehmendes Thema. Es gibt Berechnungen, die Wirtschaftlichkeit ist natürlich im Moment, das stimmt, also es liegt so um die 50 Tonnen $50 pro Tonne, die man dann extrahieren könnte. Aber natürlich sind alle Berechnungen, die wir für das 2-Grad-Ziel momentan sehen, von der UNO, sind natürlich, bauen auf negativen Emissionen auf. Das ist schon richtig. Ich möchte an der Stelle nochmal eine Lanze brechen für diese Technologieoffenheit, weil da sehe ich auch Chancen für uns, auch als Deutschland. Nur wir haben natürlich sehr viele dieser Technologien, haben wir hier relativ freihändig abgesäbelt. Also über die Kernenergie möchte ich jetzt hier nicht diskutieren, in dem Raum ist sicher genug über Kernenergie diskutiert worden. Andere Länder fahren mit neuen Konzepten auf dieser Schiene weiter. Wir haben das Thema CCS, haben wir hier, finde ich, vielleicht auch, weil es nicht ganz geschickt angestellt war, aber auch das haben wir ziemlich leichtfertig auch vorübergehen lassen. Wenn Sie gucken, was die OECD jetzt beschlossen hat für die Förderung von Kohlekraftwerken in Schwellenländern, dann ist das ausdrücklich mit Klimaschutzplan, mit CCS-Konzepten. Also ich finde schon, dass wir es uns hier ein bisschen leicht machen, aber wir haben natürlich auch im Grunde, im Roulette würde man sagen, alles auf Rot gesetzt. Also alles auf Erneuerbare und da allozieren wir die Gelder, die wir für das Thema Klimaschutz ausgeben, CO2-Minderung. Und ich hoffe, dass wir dadurch nicht eben auch die Chancen verlieren, die sich über den Green Climate Fund für deutsche Technologien ergeben. Weil hier, da hatten wir gestern Abend schon eine Diskussion drüber, die finde ich auch sehr richtig, dass wir da sehr genau gucken, was sind eigentlich die Kriterien für diese Gelder, für diese 100 Milliarden. Und da hätte ich dann schon gern auch deutsche Technologien am Start. Nur wenn Sie natürlich, was jetzt die
Wir hatten gestern eine kleine Diskussion über den Defizitismus in der Kohlekraftwerkbranche. Ich kann nur sagen, wenn Sie jemandem fünfmal am Tag die Geschichte vom weißen Hai erzählen, können Sie nicht erwarten, dass er fröhlich gelassen an den Strand geht. Und dass natürlich Sie gar nicht regulieren müssen, sondern auch durch solche Signale, sagen wir mal, Technologien entmutigen können. Das ist auch offenkundig. Und diese Zahlen über den negativen Entwicklungen bei den Investitionen der energieintensiven Industrien, die kommen nicht von irgendwo her. Das hat auch viel mit Entmutigung zu tun. Herr Betzüge. Und ich würde nicht wundern, dass ich mich an den an das Petitum der Technologieoffenheit vorbehaltlos anschließe. In Deutschland haben wir so eine ausgesprochen starke Fixierung auf technologische Debatten, also dass wir Einzeltechnologien nehmen, wie jetzt diese neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Im letzten Jahr waren es die Speicher, im vorletzten Jahr war es was anderes. Und ich glaube, was wir uns dabei nicht so richtig klar machen, sind die Unterschiede zwischen diesen Technologien und vor allen Dingen auch das Timing, in dem diese Technologien in einer CO2-Minderungsstrategie, wenn es eine Strategie und kein Konzept wäre, in einer CO2-Minderungsstrategie von einem wettbewerblichen System vermutlich gezogen werden würden. Und da kann man, sage ich mal, mindestens drei relativ unterschiedliche Klassen von Technologien unterscheiden. Das eine sind die relativ niedrig hängenden Früchte. Das ist im Wesentlichen, wenn man jetzt nur über die Angebotsseite, nicht über die Nachfrage redet, Verschiebung von fossil zu fossil, von weniger effizienten Kohlekraftwerken in effizientere Kohlekraftwerke. Von Kohlekraftwerken zu Gaskraftwerken, von benzingefeuerter Transportsektor zu gasgefeuertem Transport und so weiter. Verschiebung innerhalb fossil ist vergleichsweise einfach und vergleichsweise preiswert und würde uns bei dem Anspruchsniveau, was wir jetzt haben in Europa, bis sicherlich in die nächste Dekade tragen, ohne dass wir Technologien der zweiten Klasse investieren müssen. Die zweite Klasse von Technologien sind die, für die Sie schon einen relativ höheren CO2-Preis anreizmäßig bräuchten. Dazu gehört sowas wie Nuklearneubau, dazu gehört sowas wie CCS mit konventionellen Kraftwerken, dazu gehören aber auch die sogenannten erneuerbaren Energien. So, und dann kommt eine dritte Klasse. Und da wäre dann, wenn man schon eine CCS-Infrastruktur hätte, würde man dann in einem noch späteren Zeitraum, bei einem noch höheren CO2-Minderungsanspruchsniveau, würde man dann in solche Technologien vielleicht hineingehen oder vielleicht findet man noch ganz andere Technologien. Wir diskutieren aber heute so und wir verhalten uns vor allen Dingen politisch so, dass wir uns Technologien aussuchen aus späteren Klassen, die wir heute aber schon mit Macht ins System bringen und uns dann wundern, dass das Ganze unglaublich teuer wird und dass eben auch viele Paradoxa entstehen, wie zum Beispiel das Paradoxon Erdgas. Ich möchte jetzt gerne noch das Thema Emissionshandel ansprechen. Herr Runge-Metzger hat ja deutlich gemacht, dass die Reformbestrebungen so ausfallen müssen, dass die Industrie nicht leidet. Und jetzt ist aber das, was man hört, was geplant ist, was der Kommission so vorschwebt, ja durchaus geeignet, der Industrie Angst zu machen. Ja, also das ist ja noch nicht zu Ende verhandelt, aber wenn man hört, dass die Benchmarks, die ja heute schon teilweise zumindest recht ambitioniert sind, noch weiter verschärft werden. Wenn zu der regulären Minderung pro Jahr noch dieser globale Reduktionsfaktor oder wie der genau heißt, hinzukommt, dann ergibt sich doch daraus eine Mischung, die möglicherweise gefährlich sein könnte und Carbon Leakage am Ende dann doch, sagen wir mal, dem Carbon Leakage Vorschub leistet. Lösch, wie bewerten Sie die Debatte über die geplante Reform des Emissionshandels? Der vorliegende Entwurf, also wir haben ja bei diesem Emissionshandel immer sehr stark darauf gedrungen, das, was an Markt in dem System steckt, ich will mich jetzt gar nicht der Gefahr aussetzen, hier zu behaupten, das sei ein rein marktwirtschaftliches System. Das ist natürlich ein politisch gewolltes System. Und man hat am Anfang sicher auch ein paar Fehler gemacht. Man hat vor allen Dingen ein paar zu hoffnungsvolle Konjunkturprognosen sich geleistet. Ich denke, da sind viele Fehler ausgemerzt worden. Wir haben auch das Thema MSR, Market Stability Reserve, haben wir mit, also positiv getragen. Was wir schwierig fanden, sind Maßnahmen, die einfach, und da bin ich wieder beim Thema Entmutigung und Verunsicherung, für denjenigen, der auf so ein System vertraut, auch mit seiner Produktion, dann plötzlich das Gefühl entstehen lassen, die Politik kann, wenn sie will, jederzeit meine Rahmenbedingungen ändern, per Federstrich. Das war das Thema Set-Aside.
Da haben wir uns stark dagegen gewehrt. In dem vorliegenden Entwurf, der eine lange Diskussion erleben wird, das sehe ich auch so, wir werden auch die Diskussion um die anderen Sektoren, werden sich damit auch mit Sicherheit vermischen, der hat für uns in der Tat die Frage, wie groß ist das Industrie Cap, weil natürlich die Industrie diese Kosten eben nicht abwälzen kann, sondern das geht nur über den Energiesektor, deswegen hat man das ja auch so gebaut. Glaube ich, brauchen wir etwas mehr Spielraum für die Industrie. Das Zweite ist diese Flatrate für die Benchmarks. Da bin ich der Auffassung, wir müssen sehr, sehr aufpassen und auch hier wieder sehr genau hingucken, welche Folgen so etwas haben kann. Und wenn natürlich die effizientesten Technologien dann gleichermaßen betroffen sind und wenn wir vor allen Dingen wieder in die Gefahr geraten, dass verschiedene Faktoren im Zusammenspiel dann so Eskalationen hervorrufen. Das ist ja immer so ein bisschen wie auch in der Finanzkrise gewesen, dass man häufig an ein, zwei, drei Strippen zieht und ist dann überrascht, dass im nächsten Raum irgendwas umfällt. Also da würden wir uns oder da werden wir sehr intensiv mitdiskutieren, dass das sehr präzise angeguckt wird. In der momentanen Fassung haben wir schon erhebliche Sorgen, dass wir hier beim Thema Carbon Leakage deutlich zurückfallen. Herr Schafhausen, Ihre Ministerin lässt sich mit dem Satz zitieren, sie habe für das Stöhnen der Industrie wenig Verständnis im Zusammenhang mit Emissionshandel und Reform des Emissionshandels. Aber so schnell sind Sie mit dem Thema, hoffe ich jedenfalls, auch nicht fertig. Also was gibt es dazu noch zu sagen aus Ihrer Sicht und möglicherweise zu verbessern? Also mit Sicherheit nicht sind wir so schnell damit fertig. Ich stimme dem zu, was eben gesagt worden ist. Wir werden einige Zeit brauchen, um hier eine Lösung herbeizuführen. Die Lösung, die muss aus unserer Sicht auch aus dem Zusammenwirken zwischen Emissionshandel und eben dem, was in den anderen Sektoren geschehen soll, passieren, weil wir werden hier Diskussionen auch mit anderen Mitgliedstaaten über die Frage des Nicht-Emissionshandels bekommen. Ich glaube, dass der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der am 15. Juli von der Kommission vorgelegt worden ist, eine gute Basis schafft, aber da wird man noch einige Dinge diskutieren müssen. Da sind Ansatzpunkte drin, die zu mehr Flexibilität führen, die man nutzen kann. Und da sind aber andere Dinge drin, die wir auch noch intensiv innerhalb der Bundesregierung diskutieren. Also zum Beispiel die Frage der linearen Absenkung der Benchmarks. Ist das 1% pro Jahr oder muss man stärker differenzieren zwischen den Branchen, die hier schon gerade Investitionszyklen hinter sich haben? Muss man hier andere Werte setzen? Die Frage ist auch, wie man umgeht mit den Produktionsniveaus, die Bemessungsgrundlage für die kostenlose Zuteilung darstellen. Also da wollen wir ja stärker an den aktuellen Rand heranrücken. Das finde ich auch richtig, dass man das versucht an dieser Stelle. Es gibt Flexibilisierung auch in Bezug auf die sogenannte Industrie-Cap, also die Beschränkung für die kostenlose Zuteilung. Hier sagt der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, dass wenn in einem Jahr diese Möglichkeit, dieses Limit nicht ausgeschöpft wird, dass das auf die Folgejahre übertragen werden kann. Wir haben da eine Reihe von Positionen, die wir noch ausdiskutieren müssen, wo wir auch noch eine Position innerhalb der Bundesregierung finden müssen. Ist ja eben von Staatsminister Braun gesagt worden, die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung läuft. Es gibt auch erste Hinweise, die wir in der letzten Diskussion im Umweltrat bei einer Tischumfrage gewonnen haben. Wie ist die Position der Mitgliedstaaten dazu? Und da kann man gegenwärtig sagen, viele der Staaten sind auch noch nicht abschließend positioniert. Da wird es weitere Diskussionen geben. Wir warten auch ab die Studie, die im Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben worden ist. Aber ich kann eins sagen an dieser Stelle, Carbon Leakage ist für uns sowohl im Wirtschaftsministerium als auch im Umweltministerium eine ganz zentrale Forderung, sowohl was das direkte Carbon Leakage betrifft, also die Frage, wie viele Sektoren werden in diese 100%-Kategorie hineinfallen. Nach der ersten Analyse, die wir durchgeführt haben, die natürlich nicht abschließend sein kann, weil hier noch keine Beschlüsse gefasst worden sind, geht das in der Größenordnung von über 90% der bisherigen
Lösung hin, die in die 100%-Kategorie fallen. Es stellt sich aber auch die Frage, ob diese Zweiteilung, 30%, 100%, ob das die richtige Kategorisierung ist. Auch hier gibt es im Kreis der Mitgliedstaaten unterschiedliche Vorstellungen. Wir hatten auch im Vorfeld der Diskussion, hatten wir von der deutschen Seite hier drei Klassen vorgeschlagen. Wir hatten gesagt 30%, 60% und 100%. Es gibt von der französischen Seite, gibt es hier vier Klassenvorschlag. Darüber muss im Einzelnen noch alles diskutiert werden. Aber zusammenfassend kann ich sagen, das ist eine gute Grundlage für die Diskussion. Es gibt erheblichen Diskussionsbedarf, auch in Deutschland, auch im Kreis der Mitgliedstaaten. Und wir müssen sehen, wie wir aus diesen zwei Bereichen, Emissionshandel und Nicht-Emissionshandel, ein insgesamt stimmiges Paket machen, was denn letztlich dazu führt, dass wir im Jahre 2030 die gesetzten Ziele erreichen und vor allen Dingen, das sage ich an der Stelle auch, dann für die vierte Handelsperiode 2021-2030 Verlässlichkeit ins System bringen. Das wird über die Marktstabilisierungsreserve der Fall sein. Hier wird ja ein Korridor möglich sein, der geschaffen wird, der auch eine bessere Einschätzung denn ermöglicht. Ich glaube, da haben wir ganz erhebliche Schritte gemacht. Wir haben aus der Vergangenheit hier massiv Erfahrungen umsetzen können. Und ich sage an der Stelle noch einmal, wir sind in der Diskussion, aber ich glaube, wir haben eine gute Basis für die Diskussion. Es besteht also noch Hoffnung. Ich sehe eine Wortmeldung, Herr Rothermel vom VCI. Wollen Sie einen Satz sagen? Unten, ne? Okay, jetzt habe ich auch die Technik. Herr Schaffhausen, weil Sie gerade sagten, wir müssen alles dafür tun, jetzt bei den Regelungen und bei der Ausgestaltung des Emissionshandels, um unsere Ziele für 2030 zu erreichen. Ich glaube, da brauchen wir an den Regeln nicht rumzudrehen. Die erreichen wir, weil die wird ja über das CAP festgelegt, das wir oben drüber haben. Und da können wir unten drunter im Prinzip machen, was wir wollen. So habe ich zumindest mal das Emissionshandelssystem in den letzten 15 Jahren oder in den letzten 10 Jahren verstanden. Und da brauchen wir jetzt nicht an den Regeln rumzudrehen. Schön, wenn Sie sagen, das ist ganz wichtig, dass Sie letztendlich die Verhinderung von Carbon Leakage als das Thema auch hier sehen. Und ich denke und ich hoffe, dass wir da halt entsprechende Unterstützung auch bekommen, um das, was jetzt gerade von der Kommission vorgeschlagen ist, an einigen Stellen nochmal nachzubessern. Weil das, was wir jetzt gesehen haben als Entwurf, geht für uns zunächst mal in eine ganz andere Richtung. Also das schafft sehr viel mehr Belastung und das wird die letztendlich die Carbon Leakage Gefahr vergrößern und wird einiges nochmal verschärfen. Vielleicht nochmal einen kurzen Zusammenhang zu dem, was eben auch diskutiert worden ist und was Herr Löch brachte mit den Inkonsistenzen der Politiken. Worauf wir auch aufpassen müssen, wenn wir jetzt unseren Klimaschutzplan 2050 diskutieren, ja, ist, dass wir da nicht nochmal den gleichen Fehler der Inkonsistenzen begehen und dann auch nochmal anfangen, irgendwelche Maßnahmen festzulegen in Bereichen, die dem Emissionshandel unterliegen. Und dann komme ich nochmal jetzt auf die Kohlefrage. Ich bin jetzt kein Verfechter von Kohle, sondern letztendlich brauchen wir bezahlbare Energie. Und wie die hergestellt wird, kann uns auch egal sein. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo nochmal eine Inkonsistenz im System geschaffen wird. Ja, wenn wir jetzt anfangen, einen Kohleausstiegsplan zu machen, bringt das eigentlich überhaupt nichts. Das bringt Kosmetik für unser nationales Klimaschutzziel. Ne? Das bringt irgendwelche Minderungen, aber bringt insgesamt im Klimaschutz gar nichts, weil da genau dieser Bereich nämlich genauso dem Emissionshandel unterliegt wie andere auch. Und deswegen sollte man da an der Stelle aufpassen, um nicht den gleichen Fehler zu begehen, den wir auch schon bei den erneuerbaren Ausbau gemacht haben. Ich will jetzt nicht gegen den erneuerbaren Ausbau sprechen, aber wenn er aus Klimaschutzgründen gemacht wird, dann war es im Prinzip das falsche Instrument. Weil letztendlich auch das dem Emissionshandel unterliegt und auch da die Bereiche irgendwo ineinander übergreifen, die sich dann auch gegenseitig unter Umständen auch noch behindern. Frau Müller, und vielleicht dann eine Reaktion von Herrn Schaffhausen. Ich plädiere für ein bisschen Grau in der Debatte, nicht nur schwarz oder weiß. Also zum einen bin ich schon sehr überzeugt davon, dass wir endlich die Kraft haben müssen, das Thema Energiewende, CO2-Reduktion, Klimawandel nicht nur im Bereich der Stromerzeugung wirklich zu diskutieren. Und da kann es auch nicht bei den Appellen bleiben, sondern da liegen Riesenpotenziale brach.
günstige CO2-Vermeidungskosten. Ich sage das auch bewusst, weil ich sage, es gibt ja auch bestimmte Jahre und Punkte, da sind bestimmte Sektoren schon sehr gestresst und der Stromsektor ist schon sehr gestresst. Die Frage, was man jetzt noch zusätzlich wo wie rausholen kann, ist nicht eine Frage des Prinzips, sondern der Zeiträume. Ich finde, wenn man da sich unterstellt, dass wir wirklich alle am Ziel sind, und das ist ja immer, glaube ich, die Grundsorge, dass wir am Ziel nicht übereinkommen. Wenn wir die Ziele teilen, wenn man auch die politisch-gesellschaftlich akzeptiert, dann kann man eigentlich nur noch über die Frage sprechen, was ist in welchen Faktoren intelligent und wie findet man einen ökonomisch sinnvollen Weg für das, was man ökologisch macht. Zurzeit machen wir es halt nach wie vor ideologiegetrieben in bestimmten Bereichen. Jetzt hat man erst halt gesagt, die Kernenergie, jetzt muss die Kohle gehen. So, und dann ultimativ, was weiß ich, dann kommt dann sehr wahrscheinlich Gas. Da gibt es ja auch schon erste Berichte der EU-Kommission über die CO2-Emissionen bei Gas und so weiter und so fort. Das bleibt dann aber insbesondere, wenn man es national macht, ein Teil Symbolpolitik, wenn man es halt nicht auch, wie gesagt, konsequent auf andere Sektoren überträgt, wenn man es eben nicht einprägt in ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Ich warte da mit großer Spannung, Freude will ich lieber nicht sagen, weil ich befürchte, was dann passiert, auf den nächsten Projektionsbericht im Frühjahr 2017. Ist ja ein ideales Jahr, um auch wieder ganz neutral und ohne Ideologie über Sachen zu diskutieren. Da wird dann drinstehen, wie viele Millionen Tonnen wir bis 2030 einsparen müssen. Und jeder, der leichten Arithmetik fähig ist, weiß, was dann da ungefähr rauskommen wird. Und dann gucken wir nochmal auf 2020. Und dann haben wir wieder eine Diskussion, die wie so eine Biene in die Schulklasse meiner Tochter, würde ich mal sagen, fliegt. Und schon ist keine rationale Diskussion für über irgendwas noch mehr fällig. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, bei allem will ich auch nochmal sagen, alle Bekenntnisse zur Industrie, ich will zumindest zart mal andeuten, auch diese Energiewirtschaft, die ich vertrete, ist auch Teil der Industrie. Was man hier gerade macht, geht auch schon über dieses Einfache. Ihr habt es ja irgendwie selber so verdient, weil ihr ja auch nicht selber reagiert hat. Energiepolitik war ja nie ideologiefrei, politikfrei schon gar nicht. Das heißt, viele der Investitionen, die da in bestimmten Zeithorizonten getätigt worden sind, sind auch mit massiven Erkenntnissen der Politik gekommen. Kraft-Wärme-Kopplung, so ein schönes Beispiel, sage ich, weil jetzt ja in dieser Woche der Showdown so ansteht, was man irgendwie noch machen kann, nicht. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, was für eine super intelligente Verknüpfung von Erzeugung und Wärme hier ist. Die Faktenlage spricht übrigens immer noch nach wie vor ausdrücklich für all diese Vorteile von Kraft-Wärme-Kopplung. Und jetzt subventioniert man andere Systeme dagegen und dann sagt man irgendwie, der Markt für KWK ist jetzt irgendwie nicht mehr da. Also das finde ich dann auch ein Hin und Her. Und am Ende des Tages sind da Milliarden Investitionen hinter. Und das sind volkswirtschaftliche Investitionen, die getätigt worden sind. Und deshalb muss man mit diesen volkswirtschaftlichen Investitionen auch vernünftig mit Perspektive auch umgehen. Deshalb nochmal mein Plädoyer, etwas mehr Grau in die Debatte. Die Ziele, wenn wir die Ziele mal alle auch akzeptieren würden, hätten wir vielleicht auch stärker die Kraft, uns auf intelligente Wege auch zu fokussieren. Und das ist übrigens etwas, was ich nicht nur an die Wirtschaft sage, sondern das sage ich ausdrücklich auch an diejenigen, die für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz und anderes werben. Die Idee darf nicht deshalb scheitern, weil man einfach in falschen Momenten falsche Schritte macht und einfach seiner Ideologie hinterherhält und nicht mehr auf der Suche nach Vorschlägen ist, die es uns auch wirklich erlauben, aus diesem Schlagworten Deutschland darf seine Wettbewerbsfähigkeit irgendwie nicht verlieren. Das ist kein Automatismus, dass das passiert. Wenn wir so weitermachen, schon gerade gar nicht. Und deshalb rufe ich nochmal alle Seiten dazu auf, sich im Rahmen ihrer Möglichkeit ein bisschen mehr zu bewegen. Herr Schafhausen, wollen Sie da noch einen Satz zu sagen? Ja, vielleicht auch zwei Sätze. Also erst einmal, nicht nur ich stehe zum Emissionshandel, die Bundesregierung steht zum Emissionshandel. Ich glaube, das ist schon mal eine Grundlage, auf der man diskutieren kann. Wenn das aber der Fall ist, muss man auch dem Instrument die Möglichkeit geben, das zu erreichen, was Ziel des Emissionshandels ist. Und wir haben eine klare Zieldefinition des Emissionshandels und die lautet, bis zum Jahre 2030 soll der Emissionshandel 43% bringen auf der Basis des Jahres 2005. Jetzt müssen wir dieses Instrument so ausgestalten, dass diese 43% gebracht werden. In dieser Diskussion sind wir
Und da wäre ich dankbar, wenn wir da die Unterstützung finden würden, die wir auch in der Vergangenheit gehabt haben, aus vielen Bereichen der Wirtschaft, dass wir den Emissionshandel in die Lage versetzen. Denn ansonsten werden wir eine Diskussion hier in Deutschland bekommen, die dazu führt, dass zusätzliche Instrumente eingeführt werden. Wir haben eine solche Diskussion gehabt, gerade in diesem Jahr, auch in der Umweltministerkonferenz, als einzelne Länder in Deutschland hergekommen sind und gesagt haben, der Emissionshandel leistet nicht das, was er leisten soll. Also brauchen wir zusätzliche Instrumente wie Ordnungsrecht oder vielleicht eine zusätzliche Steuer. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Emissionshandel an der Stelle, dass er da seine Funktion erfüllt. Ich sage an der Stelle auch, was mich stört, ähnlich wie Frau Müller, wenn wir über die Energiewende diskutieren, dann stellt man in vielen Fällen fest, dass hier über eine Stromwende diskutiert wird. Dass die anderen Aspekte, die ja mindestens ebenso wichtig sind wie der Strombereich, also wenn man sich die Primärenergiebilanz ansieht, dann macht der Strom etwa 35% aus. 65% ist aber Wärme und Verkehr. Diese Beiträge, die immens sind, müssen auch ausgeschöpft werden, sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen. Insofern noch einmal, wir müssen hier den Emissionshandel auf europäischer Ebene verbinden mit den Maßnahmen, die in den anderen Sektoren umgesetzt werden sollen und hier die Potenziale erschließen. Sind Sie denn zufrieden mit dem, was in den anderen Sektoren passiert? Die liegen ja auch zum Teil in Ihrem Verantwortungsbereich. Es gibt ja eine Reihe von Programmen der Bundesregierung, vom BMW und von Ihrem Haus. Die haben schöne Namen, da sind auch ehrgeizige Ziele formuliert. Man hat aber den Eindruck, dass die nicht so richtig greifen. Wir sind hier in einem Prozess. Da sind Maßnahmen verabschiedet worden. Wir haben ein Monitoring-System. Das Monitoring-System wird uns zeigen, wie weit wir mit den einzelnen Maßnahmen kommen. Es gibt da Hinweise dafür, dass wir in bestimmten Bereichen Maßnahmen modifizieren müssen, wenn wir die Ziele erreichen wollen. Aber ich glaube, da sind wir in einem Prozess, der über den Überprüfungsmodus, den wir haben, uns letztlich zeigen wird, ob wir nachschärfen müssen oder und wo wir vor allen Dingen nachschärfen müssen. Ich nehme nochmal das, was von Herrn Nüßlein gesagt worden ist, was auch der Staatsminister gesagt hat. Das ist zum Beispiel eine Diskussion, aber an der Stelle muss man auch vorsichtig sein. Wenn wir hier über steuerliche Anreize im Bereich der Gebäudesanierung reden, dann sollte auch sicher sein, dass wir diese steuerlichen Anreize bekommen. Denn ansonsten sorgen wir in diesem Bereich nur für Attentismus. Weil jeder warten wird, dass diese steuerlichen Anreize kommen. Also dann muss man schon relativ sicher sein, dass dieses Instrument auch umgesetzt werden kann. Ich persönlich bin Verfechter der steuerlichen Anreize. Das wissen auch diejenigen, die mich kennen. Ich glaube, das war ein sehr gutes Instrument, was wir bis Anfang der 80er Jahre genutzt haben in Deutschland. Und ich bin derjenige gewesen, der immer wieder dafür plädiert hat. Solche Fragen müssen wir klären, so schnell wie möglich klären, denn ansonsten werden wir die Potenziale, die in den anderen Bereichen existieren, nicht ausschöpfen können. Herr Runge-Metzger? Ja, zwei Anmerkungen nur. Diese Debatten sind für mich natürlich hochinteressant. Aber was ich immer feststellen muss, insbesondere wenn ich in Deutschland bin, ist, dass es eine deutsche Debatte bleibt. Während man gleichzeitig vielleicht sagt... wegen des hohen Industrieanteils. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass man noch zu wenig darüber nachdenkt, was bedeutet es eigentlich im europäischen Rahmen. Ich glaube, dass es gut war, dass von Herrn Barke und einigen anderen es eine Initiative gegeben hat, sich mal mit den Ländern, die um Deutschland herum sind, zusammenzusetzen, um zu sehen, wie kann man denn die Potenziale, die noch da sind, zur Verbesserung des Energiemarktes tatsächlich heben. Und ich glaube, da sollte man sicherlich mehr Wert drauf legen, als versuchen, im Emissionshandelsgesetz die letzte kleine Schraube noch anzudrehen und da die Kraft drauf zu verwenden. Unsere Vision für den Emissionshandel und Carbon Leakage ist, dass in anderen Ländern, in unseren Partnerländern, solche Systeme nach und nach entstehen werden. Wir haben das in den Vereinigten Staaten, in den industriereichen Gebieten gibt es Emissionshandel. Wenn in China tatsächlich Emissionshandel eingeführt wird, dann ist es an der Zeit, von Europa aus nachzudenken, wie können wir die Systeme miteinander vernetzen
was am Ende dazu führen wird, dass wir einen einheitlichen CO2-Preis haben in diesem Wirtschaftsgebiet. Und da sollten wir unsere Anstrengungen drauf verwenden. Aber ich glaube nicht, dass es dass jedes letzte Detail im Emissionshandelsgesetz ist. Ich glaube, im Gegensatz zu Herrn Lösch, dass die Novelle, die jetzt auf dem Tisch liegt, besser ist als das, was wir im Moment als Emissionshandel haben. Also es geht in die richtige Richtung, bessere Fokussierung. Das führt dazu, dass die Abschläge für die Industrien, die tatsächlich dem Carbon Leakage sehr stark ausgesetzt sind, nicht mehr so hoch wären. Technologische Fortschritte, die mit berücksichtigt werden, natürlich, das muss differenziert sein. Wenn Sie sich in der Vergangenheit anschauen, wir haben gesehen, seit 1990 gibt es so, ich glaube, 2% ist der Fortschritt gewesen pro Jahr in der Industrie. Das ist ein enormer Erfolg in Europa gewesen. Was wir in die Zukunft fortschreiben, ist, dass wir sagen, okay, rechnen wir mal im Durchschnitt mit 1%. Und diese 1% schreiben wir im Gesetz fest und dann gibt es diejenigen, die etwas besser sind und die etwas schlechter sind. Und das berücksichtigen wir dann auch. Und diese Rahmenbedingungen sind jetzt fest vorgegeben. Also ich habe einen vorausschaubaren Rahmen bis zum Jahre 2030, Planungssicherheit für die Industrie und man würde nicht unbedingt darauf zurückkommen. Also Vernetzung mit anderen Ländern, ich glaube, das ist ein hochinteressantes Thema, was in den nächsten 5 Jahren richtig hochkochen wird, auch in Europa. Und das ist eine Riesenchance. Die Industrie wird Sie beim Wort nehmen. Ich habe jetzt gerade von Herrn Fuchs den Hinweis bekommen, dass ein bisschen Eilbedürftigkeit im Raum ist, weil die Fraktion noch tagt und einiges noch wegzuentscheiden ist. Herr Fuchs sitzt auf heißen Kohlen, das wollen wir natürlich respektieren. Jetzt haben wir nicht alle Fragen geklärt und auch nicht überall Konsens erzielt, das war ja auch absehbar und auch war ja auch gar nicht Zweck der Veranstaltung. Aber wir haben vielleicht alle ein bisschen dazugelernt und vielleicht war es auch noch einigermaßen interessant. Ich bedanke mich, dass Sie aufmerksam zugehört haben und übergebe an Michael Fuchs. Meine sehr geehrten Damen und Herren, also als erstes gebe ich mal den Dank an Herrn Stratmann weiter, der wie immer in souveräner Weise diese Podiumsdiskussion organisiert hat und dafür gesorgt hat, dass wir einen gewissen Erhellungsgrad haben. Aber lassen Sie mich noch so ein paar Schlussbemerkungen machen, die mir als Wirtschaftspolitiker natürlich nahestehen. Wenn ich mir die Situation betrachte, was CO2 angeht, dann kommt mir ein Beispiel, was ich vor einigen Tagen gelernt habe, in den Kopf. Ich habe mich mit der Firma ThyssenKrupp und Herrn Hiesinger länger unterhalten, der mir dann erklärt hat, dass wir in Deutschland für eine Tonne Stahl 1500 Kilogramm CO2 produzieren bzw. ausstoßen. Das ist die gleiche Tonne Stahl in China, aber mit 2100 Kilogramm produziert wird bzw. dort ist der Ausstoß dann eben 600 Kilo mehr. Wir importieren heute bereits 1,6 Millionen Tonnen Stahl aus China. Das tun wir deswegen, weil er in Deutschland, es geht vor allen Dingen um Flachstähle, um billige Stähle, in Deutschland nicht mehr hergestellt werden kann, jedenfalls nicht mehr so wettbewerbsfähig, dass man ihn kaufen kann. Bedeutet aber andersrum, dass über 1 Million Tonne zusätzliches CO2 bei der Produktion ausgestoßen wird, weil die chinesischen Produktionsmechanismen eben deutlich schlechter sind als unsere. Klassischer Fall von Carbon Leakage, was sich aber eher noch beschleunigen wird, weil es überhaupt keine Alternative dazu gibt, denn diese Stähle sind in Europa, nicht mehr nur in Deutschland. Ich weiß nicht, wer es gerade eben gewesen ist, der gesagt hat, ich glaube Sie, dass es gewaltige Überkapazitäten bei Stahl gibt. Die sind nun mal da, diese Situationen. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir mit Paris, und ich bin absolut für Paris, damit das nicht in den falschen Hals reinkommt, wie wir mit Paris zu Lösungen kommen, die auch in anderen Ländern akzeptiert werden. Wenn das nämlich in anderen Ländern nicht akzeptiert wird, dann bringt uns das alles überhaupt nicht weiter. Die Chinesen bauen pro 2 Wochen ein neues Kohlekraftwerk auf. Alle 2 Wochen geht eins ans Netz. Und in Indien sind es alle 4 Wochen. Das heißt, in einem halben Jahr produzieren die Chinesen ungefähr genauso viel CO2 wie viel über diese neuen Kraftwerke wie wir im ganzen Jahr. Das zeigt, welche gewaltigen Unterschiede da sind. Wir haben 2,5%, knapp 2,5% mit sinkender Tendenz der CO2-Produktion in der Welt. Die Amerikaner haben roundabout 10, 11. China ist jetzt bei 25%. Das ist aber nicht das Ende der Fahnenstange.
sondern es wird eben mehr. Und jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen, was wollen wir den Schwellenländern denn verkaufen? Was wollen wir den Schwellenländern denn sagen, wenn wir denen sagen, ihr müsst mindestens auf dem Level sein wie wir? Wenn uns 1953 oder 1955 irgendjemand gesagt hätte, guckt erstmal, dass ihr eure CO2-Bilanz in Ordnung bringt, bevor ihr hier anfangt, Häuser zu bauen und Straßen zu reparieren etc. oder Stahl zu produzieren, dann weiß ich nicht, wie wir darauf reagiert hätten. Wir können heute aus einer Situation der wirtschaftlichen Stärke uns Dinge leisten, die sich diese Länder noch lange nicht leisten können. Das sollten wir auch aus Fairnessgründen immer im Hinterkopf behalten, denn mir macht das ein bisschen Sorge, dass wir mittlerweile so ex cathedra hier in Europa und vor allen Dingen in Deutschland sitzen und sagen, das müssen die alles auch genauso können. Das können die eben noch lange nicht. Das wird auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Und mir macht es auch Sorgen, wenn nun auf einmal deutsche Großunternehmen sagen, ja, also Kohle, die finanzieren wir nicht mehr. Sie haben das ja mitgekriegt, dass ein Versicherungsunternehmen sich in dieser Richtung geäußert hat. Eine grandiose Idee. Wir werden auch noch auf absehbare Zeit Kohlekraftwerke brauchen. Und meine Damen und Herren, mir ist es fünfmal lieber, wenn ein deutsches Kohlekraftwerk exportiert wird und irgendwo in der Welt Strom produziert, weil es wesentlich weniger CO2 ausstößt als jedes andere. Wir haben die besten Technologien auf dem Sektor. Wenn wir die nicht mehr finanziert bekommen zum Export, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere Kraftwerke aufgebaut werden, die eine wesentlich schlechtere CO2-Bilanz haben. Das Klima, das gewinnt dabei gar nichts. Dem CO2 ist es nebenbei völlig egal, ob es in Deutschland oder in China oder in Indien oder in den USA entsteht. Es ist überall das gleiche CO2. Und wenn wir glauben, wir könnten auf diese Art Verbesserungen schaffen, dann irren wir uns. Wir können nicht, und der Bundeswirtschaftsminister hat das völlig zu Recht gesagt, gleichzeitig aus der Kohle und aus der Kernkraft aussteigen. Irgendwo müssen wir noch gesicherte Leistung herbekommen. Und gesicherte Leistung werden wir, solange wir keine vernünftigen Speichertechnologien haben, und ich sehe auf absehbare Zeit nicht, wo wir die herkriegen sollten, gesicherte Leistung bekommen wir dann eben nur aus fossilen Brennstoffen. Natürlich ist Gas deutlich besser. Aber ich mache darauf aufmerksam, dass Gas in aller Regel Methan ist. Die Formel heißt CH4. Und wenn das verbrennt, entsteht ein Teil CO2 und zwei Teile Wasser. Das ist eine ziemlich einfache Geschichte und auch nicht wegzudiskutieren. Also auch da entsteht CO2. Fossile Brennstoffe erzeugen nun mal CO2. Das müssen wir wissen. Und deswegen bin ich ein Fan von CCS und auch dieses neue Wort CCU, Carbon Capture Usage. Wenn wir Lösungen dafür finden, ist das gut. Das ist ja in der Industrie in vielen Ecken auch schon gemacht worden. Fragen Sie mal die Firma Knauf, wo die ihren Gips herbekommen. Den haben die nämlich aus zum Teil Abluft von Kohlekraftwerken etc. mittlerweile. All diese Chancen haben wir. Wenn wir die Technologien in die Welt bringen, die wir haben, tun wir dem Klima viel, viel größere, einen viel, viel größeren Gefallen, als wenn wir uns hier als die Besserwisser hinstellen und sagen, ihr müsst das alle so machen, wie wir das machen und die anderen können sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Spätabendkongress Anstöße gegeben hat, dass Sie zumindest so das ein oder andere mitgenommen haben, über das Sie nachdenken. Wir sehen uns als CDU, CSU, Bundestagsfraktion und ich bin sehr dankbar, das mit dem Kollegen Nüsslein zusammenzutun, auch in der Aufgabe, ein bisschen aufzuklären, weil so manchmal das eine oder andere viel zu optimistisch gesehen wird und vielleicht auch ein Stück weit durch eine rosarote Brille, die das eigentlich gar nicht hergibt, was wir überhaupt machen können. Ich denke aber trotzdem, dass es notwendig ist, dass ein starkes Land wie Deutschland alles in Bewegung setzt, was es tun kann, um dem Klima zu helfen, um das Klima zu schützen. Das muss unsere Aufgabe und unser Ziel sein, aber ohne dabei die Situation vollkommen aus dem Auge zu verlieren. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man, als er war, der war beim Militär, ich auch, er hat gesagt, wenn man eine Kohorte anführen will, dann muss man immer in Sichtweite bleiben und auch in Hörweite. Deutschland darf nicht so weit vorauslaufen, dass die anderen uns nicht mehr hören. Vielen Dank, dass Sie hier waren.